Okay, ja, wenn ich die Religion gerade noch nicht wechseln kann, dann habe ich ein Problem, weil ich dadurch halt auch einfach meine Schwester nicht loswerde. Schwierig. Das heißt, ich habe auch nur eine Tochter, mit der ich arbeiten kann. Und meine Schwester liebt mich halt auch wirklich gar nicht. Das heißt, mit der kriege ich jetzt auch nicht besonders viele Kinder und keusch ist sie auch noch. Oh, die Frage ist echt, kriege ich irgendwie das mit Lord Robert Stark da oben gefixt? Ja, ich kann doch keine Targaryen töten. Ich kann doch keine Targaryen töten. Andererseits könnte ich versuchen, Frieden mit dem Baratheon zu schließen. Und auch einfach, ah, der ist schon verlobt. Aber das könnte man ja brechen. Ich habe halt keine Option, außer, also ich habe die Option, Robert Stark eine Zweijährige zu versprechen. Oder ich habe die Möglichkeit, Lisa Könnte Arryn mich einer der. zu machen. Schwierig. Ich habe halt nicht genügend Kinder. Es sind einfach nicht genügend Kinder. Prinz Viserys hat zumindest zwei da hinten bekommen, aber das geht auch nicht in mein Haus. Und es gibt einfach sonst niemanden, der hier noch Kinder kriegen könnte. Like, there is nobody alive anymore. Gibt es keine kleinen Starks? Natürlich, aber ich möchte ja ein Bündnis, das wichtig ist. Und ein kleiner Stark ist nicht so Bündnis. Also momentan ist meine Tochter meine Erbin. Oh, ich Das Haus könnte. Martell würde gerne Robert Baratheon mit nach so Aber die einladen. sind alle schon verlobt. Die sind alle schon in irgendwelchen Kreisen drin. Guck dir das mal an. Die haben alle Nun schon tut dies nicht. überall Kinder drin. Wilde Geschichte. Wie die sich überall schon reingesetzt haben. Ja, ich habe nicht genug Kinder für Brutmutter-Gameplay. What shall I do? Also die Möglichkeit ist entweder, wir gehen für Lisa eher. Wir könnten entweder für Lisa Arryn gehen, mit Lord Robin Arryn. Oder wir könnten für die Starks versuchen zu gehen, aber da sind alle verheiratet, da können wir ja nichts machen, tatsächlich. Wir könnten auch mit dem Lannister-Haupterben gehen, aber die Lannisters sind schwach. Und wie versprochen, mein Lord, da ist der Lord der Targaryens auch schon. Ich grüße euch, Aegon. Lord Eddard Stark. So ist es. Ich hörte, ihr seid gerade in einem fremden Krieg und kämpft fremde Kriege. Ich versuche, für Ordnung und Frieden einzustehen in Westeros und denjenigen, die Hilfe brauchten, Hilfe zu leisten. Nobel, nobel. Welche noble Geste. Eddard Stark. Oh, ich habe gerade so viele Pop-ups. Ich muss ganz kurz hier Luft holen. Ich kann nicht 30.000 Dinge machen. Es ist furchtbar, sorry. Das einmal weg. So. Eddard Stark. Wir haben eine lange Historie. Eine so, so lange Historie des Krieges in den Sieben Königslanden. Und nichts liegt mir ferner, als diesen Krieg und diese Unruhen weiterzuführen. Ich fürchte, es wird schwierig sein, eine friedliche Einigung zu finden. Denn ich glaube nicht, dass die Baratheons mich als wahren Thronerben und einzig wahren Drachen und Targaryen auf dem Thron zu respektieren. Wie steht ihr in diesen Belangen, Lord Stark? Nun, werter Aegon, ihr könnt durchaus recht haben, was die Angelegenheit mit den Paradeons angeht. Hättet ihr denn da in der Hinsicht schon eine Lösung, die uns zu Frieden und Stabilität bringen könnte? Ich bin Aegon der Sechste. Ich bin der einzig wahre Targaryen, der das Anrecht hat, auf dem Thron zu sitzen. Und auf dem Thron zu sitzen ist mein Geburtsrecht. Ich werde nicht von meinem Thron zurücktreten, denn er wurde mir angeboren. Und mein Vater und auch meine edle Mutter, die dieser Schlange der Lannisters zum Opfer gefallen ist, sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen, außer die Königslande von meinem irren Großvater zu befreien. Die Frage ist also, Lord Eddard Stark, seid ihr bereit, mit mir gemeinsam für die Sicherheit in Westeros zu sorgen und für Frieden? Und werdet ihr die alten Bräuche und Traditionen wehren? Nun, ich beabsichtige, wie es geplant war, in Königsmund das Wort zu erheben, genau zu diesem Thema, sodass es alle Lords offen und ehrlich, wie man mich kennt, hören können. Ich möchte, genauso wie ihr, Frieden und Stabilität. Und der Krieg im Westen, wie mich gerade ein Rabe erreichte, ist endlich vorbei, sodass genau das jetzt stattfinden kann. Wir können alle nach Königsmund gehen und dort endlich die Versammlung abhalten, die wir schon lange abhalten wollen, mit allen mächtigen Lords von Westeros. Und dann werdet ihr hören, was ich zu sagen habe. Ihr habt also kein Interesse darüber, mit mir hier zu sprechen.
abseits von anderen Stimmen, die womöglich nicht bereit sind, richtige Ruhe und richtigen Frieden zu bringen und ihre eigenen egoistischen Absichten über die des Kaiserreiches liegen. Nun, ich hoffe, dass eine Lösung gefunden wird, mit der das Reich für lange Zeit Frieden und Stabilität bekommt. Und ich bin ehrlich, ihr habt bis jetzt noch nichts getan, was gegen euch gerichtet werden kann. Nichts Verwerfliches, wie vielleicht euer Großvater. Und ihr seid unschuldig, wenigstens bisher. Und ich kann nur sagen, dass ich mich auf jeden Fall dafür einsetzen werde, dass Unschuldigen Gerechtigkeit widerfährt und auf jeden Fall nichts Schlimmes. Aber alles, was die Königswürde und dies Weitere betrifft, sollten wir nun in Königsmund klären, werter Aegon. Dann danke ich euch für eure Zeit, wenngleich sie eine Verschwendung war. Werter Kutscher, könntet ihr mich zurück zum Hause Arnim führen? Und ich, werter Kutscher, würde darum bitten, dass alle Lords informiert werden, dass wir uns im Thronsaal in Königsmund treffen sollten, wie es vereinbart war nach Ende des Krieges. Vielen Dank. Sehr wohl, ich werde Raben ausschicken. Kannst halt keine Lösung finden. Er ist halt nicht bereit, in irgendeine diplomatischen Gespräche mit mir zu gehen und möchte irgendwelche konsequenten Lösungen vor allen haben. Da ist kein Raum für Intrige. Ich habe meine Zeit verschwendet. Werter König, wie komme ich zu der Ehre? Ach, das ist aber, das ist nicht das Hause Arnim. Ich glaube, wolltet ihr mit mir sprechen? Normalerweise gern, doch hatte ich eigentlich ein anderes Anliegen. Ja, ich auch. Deswegen bin ich etwas verwirrt. Ich denke, das war ein Versehen. Wir machen hier kurz Zwischenhalt. Lord Arnim ist aber derzeit nicht zu verfügbar. Ah, und deswegen machen wir einen Zwischenhalt in Rosengarten? Genau, wobei auch eine Versammlung angesetzt ist, zu der wir sie nun leiten werden. Lord Mess! Sprechen und die Zukunft von Westeros, wie es einst Don Arnim uns mitgeteilt und gesagt hatte. Der Krieg im Westen hat uns ein wenig aufgehalten, aber er ist final entschieden worden. Ist Lord Tyrion auch schon eingetroffen? Ich bin eingetroffen. Lasst mich vor eine Bekanntschaft machen. Hier spricht Viserys Targaryen. Meine Frau Arianna Martell ist dahingeschieden. Sie verbrannte nach einem Besuch von Robert Baratheon. Die genauen Umstände ihres Ablebens sind mir nicht bekannt. Ich regiere jetzt Dorne im Namen meines Kindes, solange die junge Myria Martell nicht das volle Alter erreicht hat, herrscht Viserys Targaryen über die dornischen Sände und Dünen. Werter Onkel, welche Freude, euch zu sehen. Und welch ein Leid, dass eure Frau ums Leben gekommen ist. Die großartige und wundervolle Lady Arianna von Martell. Wie kann es denn sein, dass schon wieder eine Martell sterben musste? Auch der Norden spricht sein Beileid aus. Ich schlage meinem König vor, dass ich die Position im Rat übernehme. Soll ich nochmal sagen, ein Rabe hat mir zugetragen, dass wieder jemand verbrannt wurde. Einen Targaryen heiraten und verbrannt werden. Ich meine, Theaterstücke wiederholen sich auch immer wieder, oder? Ist das die nächste Unterstellung gegen das Haus Targaryen? Bevor wir uns jetzt hier in Unterstellungen oder Ähnlichem erfinden, es gibt noch eine Sache, die wir regeln wollten und weswegen wir hier wieder zusammengekommen sind. Es wurde nach all den Schwierigkeiten und nachdem geklärt wurde, wer Elia Martell getötet hatte, nie final von allen Lords festgelegt, wie die Thronfolge und die königliche Herrschaft über Westeros ausschaut. Dies sollten wir nun als die mächtigen Lords von Westeros hier tun. Natürlich soll auch Aegon Targaryen, der selbstverständlich einen Anspruch hat, das Wort ergreifen dürfen. Vorab würde ich als Lord Eddard Stark gerne eine Pflicht erfüllen, die ich jetzt doch schon einige Jahre mit mir herumtrage. Und zwar möchte ich den letzten Willen eines Mannes erfüllen, ich glaube, der jetzt in all den Augen, die mich hier anschauen, als gerecht und als groß in Erinnerung geblieben ist. Ich spreche von Jon Arnim, der mich wie einen Sohn aufgezogen hat, der ein hohes Alter erreicht hat, viel Erfahrung und Weisheit mitgebracht hat. Er hat mir mit seinen letzten Worten aufgetragen, dass bei der Königswahl ein Mann, vor allem aus seiner Sicht, der geeignetste Kandidat wäre
um eine neue Ära des Friedens und der Stabilität hineinzubringen, nachdem die Targaryen-Herrschaft in den letzten Jahrzehnten uns doch sehr viel Unruhe, Krieg und Schwierigkeiten mitgebracht hat. Und es geht um Robert Baratheon. Ein Mann, der nicht nur ein fähiger Krieger ist, sondern der durchaus auch Legitimation hat, da auch Targaryen-Blut durch seine Adern fließt. Allerdings vielleicht in dem Maße, dass das Problem des möglichen Wahnsinns, das wir alle leider kennen und kennengelernt haben bei den Targaryens, nicht mehr vorhanden ist. Legitimität besteht und er ist ein Mann des Kampfes, ein großer Mann, der den Königsthron halten könnte. Das ist nie etwas, wonach es mir gestrebt hat, und am liebsten würde ich meinen Lebensabend auch in Winterfell verbringen, doch Jon Arryn hat mich darum gebeten, dies hier vorzutragen und Robert Baratheon bei dieser schweren Bürde zu unterstützen, um ihnen den rechten Weg zu zeigen, im Andenken an Jon Arryn. Vielen Dank, werte Lords. Ehrenwerter Eddard Stark, eure Stimme, weise, wie sie hier über uns alle spricht. Und dennoch kann ich nicht glauben, dass ich meinen Ohren gerade traue. Mein werter Cousin kam hier in den Raum und erzählte von dem grausamen Ableben seiner Frau, der Lady von Dorne. Und es wirkt für mich, ich meine, entschuldigt mich gerne, als wäre das gerade passend passiert, um eure Intrigen in diesen Thronsaal zu tragen, wo ihr es doch nicht mal für wichtig erachtet hattet, euer Beileid auszusprechen und es nicht erwarten könnt. Das habe ich getan, werter Aegon. Und ihr es nicht erwarten könnt, euren Bruder, euren angetrauten Bruder auf einen Thron zu setzen, wo er doch der letzte Besucher in Dorne war, wo meine Cousine verbrannt ist. Einen unzüchtigen Säufer, einen melancholen und untaugligen Herrscher wollt ihr auf diesen Thron setzen und ihr sprecht von weniger als Wahnsinn. Mein Vater war König und mein Vater wurde erschlagen von diesem Barbaren, diesem Säufer. Mein Vater wurde erschlagen für einen Mord, den er nie begangen hat. Ich habe den Lannister zur Rechenschaft gezogen. Ich habe den Lannister an den Wall geschickt, so wie mein Vater vor mir den irren König an den Wall geschickt hat. Die Targaryens sind edle Leute. Die Targaryens haben ihre Pflicht als Könige erfüllt und sie haben von den Lords und Ladies nichts als Hinterhalt erfahren, obwohl wir all unsere Aufgaben erfüllt haben. Und jetzt, ehrenwerter Eddard Stark, begeht ihr hier Hochverrat und wollt einen Hochstapler mit nicht einmal reinem Blut, nicht einmal reinem Targaryen-Blut auf diesen Thron setzen und argumentiert damit, dass die Targaryen euch Schwierigkeiten gebracht haben, wo das doch eure Rebellion war, die den Krieg nach Westeros gebracht hat. Das ist nicht euer Ernst. Nun, zur Vollständigkeit halber, man darf natürlich nicht vergessen, was war der Auslöser. Euer Großvater, der irre König, den darf man in dieser Rechnung natürlich nicht vergessen. Es amüsiert mich doch ein wenig, dass, wenn ich mich recht entsinne, mir zugetragen wurde, mein Vater genau vor dieser Situation warnte und abgekanzelt wurde, aber ich bin nicht mein Vater. Und doch ist derjenige, der mich in dieser Welt am meisten unterstützte, der ehrbare Lord Eddard Stark, dem ich mich nun verbunden und verpflichtet fühle. Ich unterstütze seinen Antrag als Lord der Westerlande. Ihr wollt wirklich einen Säufer, einen melancholen und untauglichen Herrscher auf den eisernen Thron setzen? Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ihr zerstört damit dieses Land. Ihr rettet es doch nicht. Ihr zerstört es. Ein Lannister begleicht stets seine Schulden. Ich will entsinne auch gerne mich, was sagen. Dass ich den König und Dorne um Hilfe anflehte und nur kaltes Schweigen zurückbekam, nichts als Strafe für die Sünden meiner Väter, meines Vaters. Doch nun will ich es jenem vergelten, der darüber hinwegsehen konnte, der alte Rivalität beiseite legen konnte und einem Mann in Not beistand. Lord Eddard, ich stehe an eurer Seite mit den Westerlanden. Vielen Dank. Also ich will mich hier mal an.
Entschuldigung, ich würde mich dem anschließen. Ich bin mittlerweile als Lord Mace der Schöne bekannt, was man ja an meinem Haupthaar unschwer erkennen kann. Und als wunderschöner Mann fühle ich mich tief verletzt, denn ich habe alles für dieses Königreich geopfert. Über Jahre hinweg habe ich mich aufgeopfert und habe meinen gesamten Wohlstand, meine militärische Stärke und meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt für die Stabilität dieser Lande und habe dafür nicht einmal einen Sitz im Rat des möchtegern neuen Königs bekommen. Von daher unterstütze ich Lord Starks Anliegen. Ich habe gesprochen. Lord Mace, denkt nur dran, wie viel Wein wir gemeinsam trinken werden in den kommenden Ereignissen, während wohl andere wahr. Die Schlachten schlagen. Wohl wahr. Haus Tyrell steht auf der Seite der Lannisters und Starks. Und ich muss mir jetzt schlafen legen. Es war ein anstrengender Tag. Die weiteren Lords, die noch nicht gesprochen haben, sollten brechen. Ich bin kein Lord, sondern nur eine Lady. Aber ich denke, ich habe hier genau das gleiche Recht zu sprechen, denn ich vertrete Lord Robin, der leider nicht in Hohenair ist. Und genau darum geht es mir, denn eine weitere Frage muss hier diskutiert werden, die von ganz wesentlicher Bedeutung ist und die auch ein schreckliches Licht auf die Starks wirft. Denn Eddard Stark verweigert einer Mutter ihren Sohn. Er verweigert die Rückkehr des rechtmäßigen Lords von Hohenair zurück ins grüne Tal. Es ist eine Entführung, eine Geiselnahme, die ein unfassbares Licht auf diese schändlichen ehemaligen Freunde im Norden wirft. Insofern steht für das grüne Tal jetzt die Frage im Raume, wer von den in Frage kommenden Königen unterstützt die Forderung, dass Robin zurückkehrt. Ich möchte dies sowohl von Robert als auch von Aegon hören. Dann wird sich das grüne Tal entscheiden. Darf ich einen Einwand dazu bringen, bevor natürlich die anderen Lords darauf antworten, wie es euch zusteht, werte Lady? Sollten wir nicht Lord Robin Arryn am Ende entscheiden lassen, was er möchte und es nicht von uns abhängig machen? Ich kann mich nur an meinen Eid und mein Versprechen an Lord John Arryn halten. Er sagte, ich soll der Vormund sein und Robin ausbilden. Und das habe ich jetzt 12 Jahre getan. Wenn Robin Arryn... Da natürlich hast du ihn um deinen Finger gewickelt. Ich kann meiner Schwester natürlich nur zustimmen. Wie kann es sein, dass die Mutter das Kind nicht mehr in den Armen halten kann? Wie kann es sein, dass so viele Jahre Lisa im grünen Tal warten muss, dass Robin endlich wieder zurückkehrt als rechtmäßiger Herrscher? Das ist lange vergangen. Das waren unsere Väter, die irgendwelche Pakte abgeschlossen haben. Aber ich, Edmure Tully, gelobe hier hoch und heilig, dass ich erst eine Entscheidung treffen werde, wenn ich Robin, meinen Neffen im grünen Tal, sehe. Mein Sohn muss zurück an die Brust, an meine Brust. Ich, König Aegon, der 6. einzig wahre Targaryen, solidarisiere mich und stelle mich hier hinter das grüne Tal. Söhne sollten bei ihren Müttern und Vätern sein. Und so wie dieser Rat einst über meinen Verbleib entschied und ich nicht gefragt wurde, wo ich denn hin möchte, obwohl ich 2 Jahre älter war, fühlt es sich an wie eine Empörung, dass ein Eddard Stark nun glaubt, etwas darüber sagen zu können, wo dieser Junge sich befindet. Und ist es nicht auch der Wille eben jenen verstorbenen Mannes, der jetzt einen Robert Baratheon auf den Thron setzen möchte, der auch einer Mutter ihren Sohn entzogen hat? Was ist das für ein Wille und was ist das für ein Erbnis und was soll das für ein König sein, wenn der Wille auch darin besteht, die Kinder den Müttern zu entreißen? Ich stelle mich hier hinter das grüne Tal und ich werde, wenn es notwendig ist, die gesamte königliche Armee in den Norden entsenden und diesen Sohn zurück ins grüne Tal bringen, da, wo er hingehört. Dorne schließt sich diesem an. Warum schickt ihr den Sohn nicht einfach zurück? Wie gesagt, wenn John Arryn zurück ins grüne Tal möchte, dann werde ich, jetzt wie er alt genug ist... Es geht um Robin! Dann werde ich Robin Arryn diese Wahl erlauben, denn er ist nun alt genug, eine Entscheidung zu treffen. So schickt einen Rat und fragt ihn. Es ist doch müßig, hier weiter zu diskutieren, wenn der Wille des Jungen nicht in Erfahrung gebracht wurde. Dies sollte doch nun wahrlich nicht die Wahl des nächsten Königs entscheiden. Fürwahr, ich stimme zu. Wir sollten
Wir sollten Reiter schicken und Robin hierher bringen, sodass er sprechen mag aus eigenem Mund, was er möchte. Ihr wisst, Robin ist nicht erwachsen. Er kann diese Entscheidung nicht treffen. Ihr alle habt Regenten, regiert für eure Kinder. Warum soll das nicht für das grüne Tal gelten? Warum hier anderes Recht sprechen? Ich war jahrelang als Kind bei eurem Mann, bei John Arryn, bis ich erwachsen war. Und nicht bei meiner Mutter. Und euer Ehemann, euer verstorbener Ehemann, hat aus mir einen guten und gerechten Mann gemacht. Ist das ein guter und gerechter Mann, der eine Mutter seines Sohns verweigert? Es scheint mir nicht, dass diese Art von Ausbildung euch zu einem guten und gerechten Mann gemacht hat, sondern eher einem selbstgefälligen Wolf, der im Norden harrt und glaubt, er kann sprechen über die Familien von anderen Dynastien. Verzeiht mir diese Frage, Eddard Lord, aber was für ein guter Mann soll das denn sein? Gebt meinen Neffen frei, sofort! Ich denke Lord nicht, dass Tag, wir heute... Lord euch doch bitte nicht daran auf. Gebt den Jungen frei und ein Zankapfel ist aus der Welt geschafft. Wenn ich wüsste, was Robin sagen würde... Ich habe seinem Vater ein Versprechen gegeben. Und er hat mir alles bedeutet, dieser Mann. Was habt ihr ihm versprochen? Ich habe ihm versprochen, dass ich Robin ausbilde und ein Vormund für ihn bin. Und dann hat er ihm auch... Arryn wollte nicht, dass er bei seiner Mutter aufwächst? Er wollte, dass er in Winterfell von mir unterrichtet wird. Aber vielleicht könnten wir... Das kann jeder sagen! Dann kann ich ja einen diplomatischen Vorschlag machen. Wie wär's denn mit einem Besuchsrecht? Die Mutter. Das ist doch eine Farce. Das ist doch eine Farce. Ich bitte euch, Lords und Ladies, was soll das denn werden? Offensichtlich stellt sich Eddard Stark hier hin und spricht im Namen eines verstorbenen Mannes und fordert Dinge, die gegen unsere Traditionen und Werte gehen. Er fordert, den wahren König abzusetzen mit den Worten eines toten Mannes, den wir nicht mehr fragen können. Und er entzieht einer Mutter ihren Sohn aufgrund der toten Worte eines Mannes, den wir nicht mehr fragen können. Wenn ihr mich fragt, disqualifiziert Eddard Stark sich für jegliche Diskussion, denn offensichtlich scheint er seine eigenen Bedürfnisse über die des Landes zu stellen und missbraucht den Ruf und den Namen eines Toten. Wir sollten hier auch nicht überreagieren. Die Vormundschaft ist eine noble, althergebrachte Tradition. Nichts daran ist erst einmal verwerflich. Doch Lord Eddard, es muss doch in... John Arryns Sinn gewesen sein. Sicher kann man nicht davon ausgehen, dass ihr ein Versprechen an ihn brecht, wenn ihr den Sohn einfach in die Arme seiner liebenden Mutter Lysa zurückkehren lässt. Nun, ich könnte mir vorstellen, wenn Lysa es gestattet, dass ich die letzten Jahre seiner Ausbildung in Hohenehr bei seiner Mutter abschließen dürfte, um Vormund zu sein, wie John Arryn es verlangte, und auf ihn aufzupassen, dann könnte ich es so schon, ja, dann könnte ich Johns Willen so auch deuten. Eddard, ihr könnt vielleicht mal zu Besuch kommen, aber was ist das? Ihr wollt die Starks in Hohenehr? Es wird ja immer schlimmer! Das ist ja eine Kriegserklärung! Ich biete euch die Rückkehr von Robin Arryn nach Hohenehr, Lysa. Ich biete euch... Ja, und ihr wollt neben ihm auf dem Thron sitzen. Ich bin die Regentin von Hohenehr, nicht ihr. Eine weise Frau hat gesprochen. Ich werde es mir sicherlich nicht anmaßen, Regent über das grüne Tal zu sein. Das seid in der Tat ihr. Bis Robin Arryn... Robin hat 12 Jahre bei euch gelebt. Und dann kommt ihr zusammen. Und dann? Wer entscheidet dann? Nein, nein. Wenn er alt genug ist, wird Robin... dann entscheiden, sobald er 16 ist. Wie alt er ist? Natürlich kann er nicht entscheiden! Schluss jetzt! Ein Farce! Schwester, denk an das Mondtor. Wir ehrenwerte Lords und Ladies, ich glaube nicht, dass es möglich ist, einen König zu wählen, solange diese Geschichte nicht geregelt ist. Ich schlage also vor, den Jungen aus der Obhut der Starks zu holen und direkt ins grüne Tal zu bringen. Denn auch in dieser Situation ist es einer Lysa Arryn nicht möglich, frei zu sprechen, wenn obgleich der Lord des grünen Tals unter Einflussnahme eines anderen Lords steht. Ich gebe dem ehrenwerten Eddard Stark Zeit, bis zum Ende diesen Monats den Sohn sicher und wohlbehalten ins grüne Tal zu schicken. Andernfalls werde ich, der Drache, der König der 7 Königslande, in Begleitung meiner vollen Armee in den Norden marschieren und mich höchstpersönlich darum kümmern,
dass der Sohn aus dieser Geiselnahme befreit wird und Eddard Stark daran erinnert wird, dass er nicht König über die Sieben Wunderlande ist, bei denen er das Recht hat, anderen Lords die Kinder zu nehmen. Ich werde anbieten, mit John gemeinsam ins Grüne Tal zu gehen. Aber wenn es mir verweigert wird, an seiner Seite zu sein, dann kann ich nichts weiter tun. So werden wir Krieg haben. Ich habe ein Versprechen gegeben und ich halte mein Wort, ob der Konsequenzen. Also, das, nur dass ich das richtig verstehe. Man hat jetzt wieder Krieg in den Sieben Königreichen wegen einer Vormundschaft im Norden, die dem Grünen Tal vorenthalten wird. Und alle anderen Reiche werden deswegen in Mitleidenschaft gezogen. Nur dass ich das verstanden habe. Ja. Es geht hier um die Familie und die Familie ist im Fokus. Nichts steht über der Familie, aber das könnt ihr da unten im Süden natürlich nicht verstehen. Ach ja, Familie, natürlich. Ich kann meine Familie gut auseinanderhalten. Deswegen bleiben die ja auch alle bei mir. Ich weiß ja nicht, wie das im Norden geregelt wurde. Pfah, erspart mir dieses Geschwätz. Auf ein Wort, Lannister? Jawohl. Ich meine unter vier Augen. So sei es. Bitte um eine Audienz bei Lord Baratheon. Ehrenwerter Gnom, ehrenwerter Lannister, ein halber Mann und doch ein größerer als sein Vater, wie es mir scheint? Ich versuche es zu sein, Eure Majestät. Ihr seid doch kein Narr, oder? Wahrlich muss ich zugeben, obwohl ich Lord Eddard viel verdanke, ich es befremdlich finde, dass er bereit ist, einen Krieg zu riskieren, aufgrund einer Vormundschaft, wo das Kind doch nicht einmal in Gefahr gebracht werden soll, sondern nur seiner leiblichen Mutter, die, ich gebe es zu, dezent befremdlich wirkt, aber sicher nur aus Liebe so handelt. Lannister, ihr seid ein kluger Mann und ich brauche einen klugen Mann an meiner Seite. Euer Vater hat meinen Vater enttäuscht, aber vielleicht ist es an der Zeit, dass die Söhne neue Geschichte schreiben. Sehr freuen, diesen Posten besser auszufüllen, als es mein Vater tat. Doch gegen Lord Eddard in den Krieg zu ziehen, wäre genau die Art von Verrat, die er zu Lebzeiten stets beging. Ich erwarte nicht, dass ihr in den Krieg zieht. Ich erwarte nicht, dass ihr ihn hintergeht. Ich erwarte nur, dass ihr nicht in den Krieg zieht. Und ihr könnt ja wohl kaum Verrat damit begehen, etwas nicht zu tun, oder? Dies wäre der einfachste Weg, einen so hohen Posten zu bekommen, den je ein Mann beschritten hat. Also sind wir uns einig? Und ihr versichert mir, eure Waffen ruhen zu lassen und nicht gegen mich zu ziehen, wenn ich gen Norden marschiere und diese Ungerechtigkeit korrigiere? Ich glaube, es wäre nötig, noch mit Lord Tyrell zu reden, Eure Majestät, dem ich ebenfalls sehr zugetan bin, der aber eher auf eurer Seite schien. Er schien den Krieg, den Lord Stark hier provoziert, dezent unsinnig zu finden. Lord Tyrell hat allen Recht, enttäuscht zu sein. Ich habe Schande gebracht und habe ihn nicht in den Rat geholt. Aber ich bin bereit, diesen Fehler alsbald unrichtig zu stellen. Wenn ihr also mit Lord Mace dem Schönen sprecht, dann richtet bitte auch eurer werten Schwester liebe Grüße aus und teilt ihm mit, dass ich ihn gerne wieder zurück als Meister der Münze in Königsmund begrüßen möchte, so wie er einst meinem Vater gedient hat. Ich werde sprechen. Wohlan, Kutscher, man führe mich zu Lysa Arryn. Ich habe dringliche Neuigkeiten. Kutscher zu Mace Tyrell. Selbstverständlich. Ich habe einfach seine Schwester gegrüßt, mit der ich schon wieder ein Kind gezeugt habe. Es ist unfassbar. Es wird auch einfach nicht mehr besser. Aegon, ich habe euch zu danken. Von Robert habe ich nichts gehört in dieser Sache. Aber ihr habt euch für das Grüne Tal und meinen Sohn eingesetzt. Das werde ich euch nie vergessen. Lysa, eine Mutter sollte nicht von ihrer Familie und nicht von ihren Kindern getrennt sein. Denn wenn uns die Weiber eines lehren, dann wie man Liebe an Kinder bringt. Und Kinder, die ohne Liebe aufwachsen, werden irre. Sieht man doch offensichtlich im Norden an diesem verkommenen Hund, der sich einen Wolf schimpft. Ja, ich muss aber zugeben, ich habe Angst. Wenn jetzt der Krieg ausbricht, dann ist natürlich mein Sohn noch auf der anderen Seite. Und wer weiß, wozu die Starks fähig sind. Wäre es nicht vielleicht besser, einen anderen Weg zu gehen, um Eddard loszuwerden? Welchen Weg wollt ihr gehen? Nun ja, vielleicht ein Weg,
der dazu führt, dass Eddard nicht mehr ist, aber ohne, dass wir Krieg führen. Dafür müsste es doch, gibt es doch Mittel, ich bin mir sicher. Ich weiß nichts über diese Mittel, aber ich möchte einmal offen mit euch sprechen, Lisa. Jetzt gerade bin ich König und kann eure Familie schützen. Jetzt gerade habe ich die Macht, um einzumarschieren und diese Ungerechtigkeit ungeschehen zu machen, wie Robert Baratheon und Eddard Stark sich verbrüdern, um das Reich in Krieg zu stürzen, bevor sie einen armen, unschuldigen Sohn zu seiner Mutter zurückkehren lassen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch auf diesem Thron sitzen werde. Und ich weiß nicht, wer euch dann helfen wird, wenn erstmal Robert Baratheon König ist, euren Sohn zurückzubekommen. Der König? Ganz bestimmt nicht. Ich biete euch an, für euch in den Norden zu marschieren. Ich biete euch an, euren Sohn zurückzubringen. Und ich biete euch ein Verlöbnis mit meiner Tochter an, das er antreten kann, wenn er alt genug ist und dem so möchte. Er wird sich, bis er alt genug ist, im grünen Tal aufhalten, von euch ausgebildet werden und nicht mehr von euch getrennt sein. Und dafür werden unsere beiden Häuser ein Bündnis eingehen, das Stabilität und Frieden nach Westeros bringt. Vielen Dank für dieses großherzige Angebot. Und als wir das letzte Mal gesprochen haben, war ich noch unsicher. Ihr wisst es. Aber ich muss sagen, ich bin zutiefst, zutiefst enttäuscht, ja erschüttert davon, dass Robert sich in dieser Sache überhaupt nicht geäußert hat. Er hat geschwiegen. Als ich vor Verzweiflung vor den Lords stand, hat Robert nichts getan. Er ist nicht würdig, König zu sein. Insofern stehe ich nun voll auf eurer Seite. Das Grüne Tal wird mit euch hoffentlich kämpfen und Robin befreien. Und ja, die Verlobung ist dann die logische Konsequenz. Es freut mich sehr. Und es freut mich, endlich Frieden zwischen das Grüne Tal und die Sieben Königslande zu bringen, so wie es denn sein soll. Ich werde nun weiterreisen und sämtliche Pläne umsetzen, um in den Norden zu marschieren. Die Zeit drängt. Bis zum Ende des Monats werden meine Armeen im Norden sein. Und es ist wichtig für mich zu regeln, ob die Dornischen uns begleiten werden und wie eure werte Familie in den Flusslanden dazu steht. Wollt ihr mich in die Flusslande begleiten? Ja, gerne. Ich kann euch aber schon beruhigen. Es gibt ein Bündnis zwischen den Dornischen und den Flusslanden und sie stehen fest in dieser Sache an unserer Seite. Das ist wundervoll. Dann lasst uns Kutscher bitte mit den beiden zusammenziehen. Ich bringe Neuigkeiten aus dem Hause Lannister. Sehr wohl. Werte Lords und Ladies, ich spreche zu euch als ein König, der in den Westlanden nicht als König wahrgenommen und nicht gesehen wird. Und ich verstehe das, denn meine Dynastie hat viel Leid über dieses Land gebracht. Aber ich bin jetzt hier und ich bin nicht nur der Sohn meines Vaters. Ich bin auch der einzig wahre Drache, der jetzt hier herrscht. Und ich bin bereit zu beweisen, dass ich ein guter König, ein gutherziger König sein kann, der sich niemals zwischen die Liebe einer Mutter und ihres Sohns stellen wird. Ich bringe Neuigkeiten. Die Lannisters haben zugesichert, sich aus diesem Krieg herauszuhalten. Wir haben also keine Befürchtungen aus dem Westen. Die Lannisters werden die Waffen ruhen und nicht mit den Starks und nicht mit den Baratheons kämpfen, sollte es zu einem Krieg kommen. Ich werde in den Norden marschieren und ich werde den Jungen ins Grüne Tal zurückbringen, um euer Vertrauen, liebe Lords und Ladies, in mich als König wiederherzustellen. Wer zieht mit mir in den Krieg? Nun, das Haus Tully ist natürlich auf der Seite der eigenen Schwester, das ist ganz klar. So werde auch ich mich natürlich anschließen als oberster Herr der Flusslande, werter König Aegon. Ich möchte an dieser Stelle nur eines anmerken und das möchte ich auch zu bedenken geben. Und sind, ich will jetzt nicht sagen, ein wenig die Hände gebunden, doch wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was dieser Sturkopf Eddard im Norden dann treiben wird. Mit unserer Schwester Catelyn verheiratet, ebenfalls aus unserem Hause. Nun, Bruder, ihr hattet doch gerade gesagt, er wird Robin nichts tun. Nein. Robin wird nichts geschehen, doch ich bitte inständig darum, dass wir auch unsere Schwester Catelyn verschonen und vielleicht auch auf sie noch gut einreden werden. Ich glaube, sie ist auch auf unserer Seite. Für sie zählt die Familie alles. Aber das heißt, dass wenn wir Richtung Norden ziehen, und so wie es mir scheint, werden wir in den Norden ziehen, dann sollten wir auch darauf Acht geben, dass Catelyn, unserer Schwester, nichts passieren wird. Ich werde keine Frauen töten. Und ich werde keine Kinder töten.
Ihr habt mein Wort. Die Dornischen schließen sich natürlich auch diesem Ruf zur Waffengang an. Dann liegt es jetzt wohl noch an uns abzuklären, wie es um den alten Tyrell in Rosengarten steht. Er ist, glaube ich, nicht anwesend hier. Ja, ich denke, der Lannister spricht gerade mit ihm. Nun denn, werte Kutscher, entsendet bitte Raben an das Haus Robert Starks. Die Königslande erklären ihm den Krieg. Er bekommt Zeit, bis zum Ende des Monats den Jungen rauszurücken. Andererseits werden die Armeen im Norden einmarschieren. Genosse Saltaria, würdet ihr das bitte überbringen? Yep. Und dann bräuchte ich noch eine Unterredung mit den Lannisters und dem Hause Tyrell. Und wenn das für beide in Ordnung ist, würde ich mich einfach dazugesellen in das Gespräch. Wir werden es Ihnen so mitteilen. Diese Geschichte mit dem Jungen aus dem grünen Tal rettet mir gerade so den Arsch, ne? Also, holy fucking shit. Also, dieser kleine Junge bei den Starks rettet mir einfach komplett den Arsch. Holy shit. Wo der Ford? Ich wäre einfach gestürzt worden. Werte Lords? Jawohl, werter Lord. Eure Majestät, ich überbrachte Lord Tyrell euer Angebot und er schien sehr erfreut und geneigt, es anzunehmen. Ich bin geneigt. Ich hätte nur eine Bitte. Ja. Mein Ehrgefühl und meine Gefühle als euer ehemaliger Vormund und Regent, der sich immer gut um euch gekümmert hat, wurden verletzt, als ich keinen Posten am Rat bekommen habe. Obwohl ich euch doch gesagt habe, dass dies mein kühnster Traum. Ich bitte euch, mir für die vergangenen Tage, in denen ich nicht auf meinem Wertestuhl sitzen konnte, einen Zentner Wein für jeden Tag zu geben, so als dass ich meine letzten Jahre in einem schönen Schlummer des Glücks und der organisierten Konstanz verbringen kann. Verstehen Sie, was ich meine? Lord Nys, der Schönste aus Rosengarten. Wie könnte ich euch diesen Wunsch nicht erfüllen? Ich werde jeden Tag, den ihr nicht im Rat wart, nicht mit einem Fass Wein, sondern mit zwei begleichen. Und ich hoffe, dass ihr zurückkommt in meinen Rat als Meister der Münze, wo ihr auch davor schon meinem Vater so viele Jahre treu gedient habt. Und wenn dieser Krieg vorbei ist und wir endlich Frieden haben, dann werden wir am Roten Bergfried das größte Turnier feiern, das ihr jemals gesehen habt. Auch in eurem Namen, denn ihr, Meister der Münze, habt Reichtum und Wohlstand und Feierlichkeit nach Westeros gebracht. Das berührt mein Herz sehr, so warme Worte nach so langer kalter Zeit. Ich danke euch und würde mich hinknien, wenn ich das noch könnte. Werter Lord Mys, ihr müsst nicht knien, aber sprecht. Zieht ihr mit uns in den Krieg, in den Norden, um den Jungen ins grüne Tal zurückzubringen zu seiner Mutter? Selbstverständlich, der törichte Nordmann stellt seine privaten Befindlichkeiten über das Wohl aller unserer Lande. Das kann ich so nicht gutheißen. Es freut mich wieder, mit euch verbündet zu sein, so wie es sein sollte. Eure Majestät, als eure Hand würde ich noch ein letztes Mal versuchen, Lord Stark von diesem Irrweg abzubringen. Er muss doch sehen, dass er diesen Krieg, nun da sich vor allem auch Lord Mace auf eure Seite geschlagen hat, nicht mehr gewinnen kann und dass es gänzlicher Irrsinn ist, für ein Kind, das rechtmäßig zu seiner Mutter gehört, tausende Leben, tausende Nordmänner wegzuwerfen. So dumm ist er doch eigentlich nicht. Ich glaube, das ist vergebene Lebensmühe, Tyrion Lannister. Ihr seid ein weiser Mann. Und eure Worte sind wichtig im Beistand im Königssaal. Aber habt ihr nicht mitbekommen, wie er auch mich als König diffamiert hat, so wie er einst meinen Vater als König diffamiert hat? Ich denke nicht, dass Westeros Frieden finden wird, solange Robert Baratheon und Eddard Stark als Brüder und Lords im Norden und im Süden regieren. Sie haben mit ihrer Rebellion schon einmal Krieg und Leid über das ganze Land gebracht. Und nun ist es ein zweites Mal fast geschehen. Und sie machen es nun auch ein drittes Mal auf Kosten eines armen, unschuldigen Jungen und seiner edlen Mutter. Ich denke nicht, dass wir hier Frieden finden werden, solange diese beiden Lords ihre Köpfe tragen. Wie lange wollen wir ihnen denn noch Gnade gewähren?
bis wir nächstes Jahr ihre nächste Schandtat ausbügeln müssen? Wie viele Rebellionen müssen passieren? Ihr sprecht leider wahre Worte, Eure Majestät. Auch ich male mir nur geringe Erfolgschancen aus. Doch würde mir mein Gewissen keine Ruhe lassen, es nicht zumindest noch einmal probiert zu haben. Aber seid gewiss, dass unsere Abmachung trotzdem steht. Ich werde Stark in diesem Krieg, diesem unsinnigen Krieg, vor allem nicht... Ich stehe in seiner Schuld, aber ich stehe auch in der Schuld von Lord Mace. Den einen zu unterstützen, würde bedeuten, den anderen hinzuhintergehen. Dies kann ich nicht. Ich werde auf jeden Fall ihn nicht in diesem Krieg stützen, denn ich kann ihn mit meiner Vernunft nicht vereinbaren. Gedenkt auch unserer Weinbruderschaft, werter Lord Tyrion. Unsere Weinbruderschaft bedeutet mir mehr als alles andere, Lord Mace. Denn der Wein ist roter als das Blut. Das stimmt. Und obendrein habt ihr auch noch meine Schwester geheiratet. Also haben wir auch Blutsbande, aber vor allem Weinbande. Ja, es sind auf jeden Fall Blutsbande, die zwischen mir und eurer Schwester entstanden sind. So ist es. Ja. Wohl wahr, ich habe noch eine Kunde von einem Erzfeind der Targaryens, und zwar Robert Baratheon. Das letzte Mal, als ich ihn getroffen habe, was gar nicht so lange her ist, wollte ich ihn eigentlich aufsuchen und im guten Trunk herauszufinden, wo dieser Mann steht. Denn ich hatte ihn seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gesprochen. Und ich musste feststellen, er hat völlig seinen Verstand verloren. Von daher, das wollte ich euch nur mitteilen. Also, das ist, meint ihr damit? Nicht mehr bei Sinnen im Sinne von, man kann mit ihm nicht mehr reden. Er versuchte, mich zu ergreifen und zu erschlagen und rief fortwährend nach John. Ehrenwerter Tyrell, sprecht darüber im Thronsaal vor den anderen Lords und Ladies. Es geht hier um das Wohlergehen des ganzen Königsreichs. Es ist notwendig, dass wir darüber sprechen, dass auch die anderen diese Worte hören, dass Robert Baratheon nichts ist als ein Irrer, der aufgehalten werden muss. Und es wohl bemerkt auch Zweifel an der Vernunft von Eddard Stark gibt, wenn dieser so geschlossen hinter einem Irren steht. Ja, das ist natürlich die Frage. Ich weiß nicht, ob der immer noch so geschlossen hinter ihm steht. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich wollte damit auch nur andeuten, dass da vielleicht auch jemand anders das Ruder übernommen hat in den Sturmlanden. Aber wer, das müsst ihr jemanden fragen, der sich da auskennt. Vielleicht ist es gut, wenn ihr gemeinsam an den Königshof geht und diese Kunde verbreitet. Ich werde das letzte sinnlose Gespräch mit Lord Stark führen und ihm klar machen, auf welch verlorenem Posten er steht. Und dann werden die Würfel fallen, wie sie fallen mögen. Und am Ende werden wir Frieden haben. So oder so. So soll es sein, Kutscher. Kutscher bringt mich nach Winterfell zu Lord Stark. Jawohl, die Kutsche ist mit reichlich Wein gefüllt. Großartig. Werter Kutscher, wir müssten einmal in den Thronsaal reisen. Und bitte packt Wein mit, damit mein werter Freund, der Tyrell, nicht dursten muss auf der langen Reise. Ach ja, ist immer schön, wenn der Geist nicht ganz klar ist. Sehr wohl, und Wein ist natürlich bei Tyrell immer gepackt. Toast, der Kutscher. Ehrenwerte Lords und Ladies, kann ich um euer Gehör bitten? Es ist ganz dein, Neffe und König. Gibt es Neuigkeiten? Ich bringe frohe Kunde. Die Tyrell, die edlen Tyrell aus Rosengarten, sind edle Lords und Ladies und stehen hinter der Familienbande und dem Königreich. Das Haus Tyrell hat uns die Sicherheit und die Unterstützung zugesagt und wird mit uns in den Norden, in den Krieg ziehen, wenn dem notwendig ist. Was für ein Glück. So ist es. Ich muss an der Stelle eine Loyalität ein weiteres Mal bekunden. Unsere Differenzen konnten ausgeräumt werden. Und ich freue mich, dass ich, Lord Mace der Schöne, endlich wieder Meister der Münze sein darf, auf meinem liebsten Stuhl, den ich nun schon seit bald 20 Jahren bekleiden darf. Vielen Dank an meinen jetzigen und auch künftigen König, Lord Aegon den VI. Es ist mir eine Freude. Aber Lord Mace, der Schönste, es gibt noch etwas anderes, was ihr mir im Vertrauen mitgeteilt habt über Robert Baratheon. Sprecht offen. Die anderen Lords haben verdient, die Wahrheit zu erfahren. Also folgendermaßen. Ich muss mich kurz sammeln. Heute war ein langer Tag und die
Anreise war sehr gefüllt mit Weinschnecken. Es ist folgendermaßen. Ich habe die Sturmlande aufgesucht, als ich noch emotional verletzt auf der Suche nach Antworten war, die mich meinen geliebten Stuhl näher bringen würden. Und habe dort zusammen mit Lord Stark und Lord Robert Baratheon gesessen. Er ist definitiv. Und dabei konnte ich nicht umher zu bemerken, dass der alte Lord Robert Baratheon nicht mehr bei Verstand ist. Ah, wobei er ist also wohl ich gestalt, anfrage, ob er sich noch erinnern mögen könne an das letzte Mal. Perk kommt definitiv von mir. Wollte er mich aufschlitzen und das ist definitiv drohte meine mir Tochter. Mit dem Tode und es würde mich und nicht wundern, wenn zwischendurch immer nur nach einem John rufen. Hat aber nicht spezifisches Wort, tut mir leid. Konnte nicht genau sagen, welchen John er meinte. Aber klar ist eines. Dieser Mann ist nicht mehr bereit, in irgendeiner Art und Weise irgendeine Handlung zu vollführen. Und die Sturmlande sind nicht mehr länger geführt von Robert Baratheon, sondern von wem auch immer. Das müsst ihr herausfinden, werte Lords, denn ich bin kein Spion. Hier ist Lord Eddard Stark aus dem Norden. Ich bin gekommen, gemeinsam mit Lord Robin Arryn. Ich habe einst ein Versprechen gegeben und ich hoffe, dass Lord John es als erfüllt ansieht und versteht, was ich jetzt tun muss. Meine Frau hat ein sehr intensives Gespräch mit mir geführt und so viele von euch Lords haben an mich appelliert und ich verstehe auch, dass ein einziges Versprechen nicht ein ganzes Land und auch nicht den Norden, für den ich verantwortlich bin, in den Krieg stürzen darf. Ich hatte immer nur das Beste für Robin Arryn im Sinn und so werde ich ihn jetzt zurück in die Obhut seiner Mutter geben, in der Hoffnung, dass anerkannt wird, dass ich ihn so gut es nur ging, im Sinne von seinem Vater ausgebildet habe. Geh zu deiner Mutter, Robin. Robin, komm an meine Brust, weg von diesem Scheusal! Ich möchte an dieser Stelle ganz besonders anmerken, es war wieder einmal eine Tully, die Vernunft eingeredet hat in das Haus Stark. Weise Worte. Es wirkt, als wären die Tully-Frauen die klügsten Frauen des Landes. Da stimme ich zu, wenngleich ich jetzt keine Tully-Frau bin. Cat ist auf jeden Fall eine ganz besondere Frau. Ich stimme zu. Ich bin sehr froh, dass ich sie in den letzten Jahren habe lieben lernen dürfen. Ob einst unsere Heirat nur ein Bündnis war. Doch die Liebe ist mittlerweile mit all den Kindern, die wir haben, existent geworden. Was für wundervolle Neuigkeiten, werte Lords und Ladies. Es freut mich sehr, dass Eddard Stark an dieser Stelle noch zur Vernunft gekommen ist. Doch, werte Lords und Ladies, meine Freunde, wo ist Robert Baratheon, der alte Saufkopf? Der liegt sicher schon wieder irgendwo in einer Gosse. Lord Robert geht es aktuell nicht besonders gut. Er ruht sich aus in Sturmkap. Ich möchte... Wie mich soeben ein Rabe erreicht, ist mein guter Freund Lord Robert scheinbar unter mysteriösen Umständen in Sturmkap gestorben. Er ist tot. Er hat sich wahrscheinlich selber die Klippen nicht auch Lord Robert mit 40 Jahren. Er hätte im Norden suchen sollen. Welch eine Schande, ein so großer Krieger, der am Alkohol seine Vernunft verloren hat. Es sind wohl also nicht alle Männer stark und mächtig genug, um so viel Alkohol trinken zu können, ohne den Verstand zu verlieren. Ich danke euch für diese lieben Worte. Ich kann an der Stelle nur appellieren, trinkt Wein aus Rosengarten, denn der macht nur eure Haare verrückt und nicht euren Kopf. Hauptsache Robin ist wieder auf hohen Air. Und nicht nur das, wir haben noch freudige Neuigkeiten. Ich möchte an dieser Stelle feierlich überbringen, dass das Haus Arryn und das Haus der Targaryen ein Bündnis geschmiedet haben, so der Frieden in den nächsten Generationen gesichert ist. Meine Tochter, Prinzessin Bela Targaryen, die Erbin des Eisernen Throns, die Erbin der Sieben Königslande, wird Lord Robin Arryn aus dem Grünen Tal heiraten, sofern beide das Alter der 16 erreicht haben, um die nächsten Generationen hier in Frieden beieinander leben zu lassen.
Gibt es Einwände von Lords oder Ladies über dieses Arrangement und diese Königsfolge? Wie wir festgestellt haben, sind die Entscheidungen der Tali-Frauen immer richtig. Insofern gibt es aus den Flusslanden natürlich keine Einwände. Das klingt nach Frieden und Wohlstand für alle. Vielleicht ein guter Einfluss, Robin und Baylor. Ich stimme dem zu. Ich würde an der Stelle ein Fest vorschlagen, um diese frohe Kunde zu zelebrieren, auf das alle Lande diese ruhmreiche Verbindung feiern können. Hab Dank. Auf ein langes und glückliches Leben. Gibt es eigentlich noch irgendwen, der tatsächlich noch ernsthaft diese absurde Idee der Königswahl von vor 10 Jahren immer noch irgendwie, oder sind wir uns endlich alle einig, dass der rechtmäßige König der rechtmäßige König ist? Hattet ihr, Lannisters, nicht noch anders gesprochen? Ich habe nie anders gesprochen. Ja, dann haben wir uns einig. Diese unangenehmen Unannehmlichkeiten wohl hinter uns gelassen. Welch Freude. Du warst aber auch, genau wie es mein Vater Tywin schon vor 20 Jahren verlangt hat. Aber was weiß, wusste er schon. Details. Es gibt immer noch ein Unrecht, das wir aus der Welt schaffen müssen. Und das ist die Missetat meines Vaters. Die Graufreuds in die Unabhängigkeit zu entlassen. Sie waren Jahrhunderte Teil der Königslande. Und ich glaube auch, ich würde aus Dorne zumindest sprechen, an meinem König herantreten, an meinem Verwandten. Wollen wir dieses Wahnsinn, der letzte wahnsinnige Akt meines Vaters und eures Großvaters ungeschehen machen und die Graufreuds zurück unter die Kontrolle der Krone und in die Familie der 7 Königslande holen? Es würde die Westlande um einiges sicherer machen. Ein trefflicher Vorschlag. Sie plündern, gehen brandschatzend und mordend durch die Weite und die Westlande, töten Frauen und Kinder, rauben den Armen und den Reichen alles, was sie in die Hände kriegen. Es ist ein Dorn im Fleische unseres Königreiches. Eddard Stark! Der Wolf aus dem Norden, der wohl wieder ein Wolf und kein Hund ist, wie mich freut. Wie seht ihr dazu? Wie steht ihr dazu? Ihr seid neben den Eiseninseln. Sind eure Küsten bedroht von den Barbaren aus der Ostsee? Was heißt hier Entschuldigung. Eddard Stark hört nicht. Mir wurde übrigens eben zugetragen, mein Vater ist nun erster Baumeister der Nachtwache. Das ging ja schnell. Ja, mal schauen, wie lange es braucht, bis er Lord Commander ist. Ich bin Kommandant Jarman Blockwell lebt aktuell sehr gefährlich, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht bin ich auch besoffen. Eddard Stark, hört ihr uns? Ja, entschuldigt. Ich war tatsächlich gerade in Gedanken nach all dem, was die letzten Jahre passiert ist, hatte ich nur kurze Zeit zum Glück darüber nachgedacht, was mein Leben noch wert ist. Aber dann dachte ich an den Norden, meine Frau und meine Kinder und dass es feige wäre und dass ich dafür einstehen muss, weiterhin, mit meinem Leben, egal was kommen mag. Ja, ich höre. Verzagt nicht, Eddard Stark, aber mein werter Cousin aus Dorne hat eine wichtige Bemerkung hinsichtlich der Eiseninseln geäußert. Sie plündern und töten wohl Frauen und Jungen an der Küste, wie mir Tyrion Lannister berichtet hat. So ist meine Frage, sind eure Küsten im Norden auch betroffen von der Barbarei der Eiseninseln? Meine Küsten wurden noch unter, jetzt muss ich überlegen, entweder war es Quellon oder Balon, ich glaube sogar noch unter Quellon, von seinen Vasallen in Graufreuz geplündert. Unter all den Wirren in Westeros kam ich nie dazu, dafür Gerechtigkeit zu fordern und das Gold, das den Leuten im Süden des Nordens aberkannt wurde, dass es wieder zurückgebracht wird. Unter dem aktuellen König Roderick gab es meines Wissens nie eine Plünderung des Nordens, aber vor vielen Jahren unter Quellon auf jeden Fall. Also, werte Lords und Ladies, ist es unsere Pflicht, die Eiseninseln zurück in die 7 Reiche zu bringen? Ja, also, wenn ich mir anschaue, welche Verluste die Weite hinnehmen musste bei den Weinexporten über die Küsten unserer Länder rein hinweg, dann bin ich nur dafür, endlich wieder
in Ruhe handeln und gedeihen zu können. Denn die Münze ist manchmal genauso viel wert wie das Schwert. Wenn ich werter König Aegon der VI. Noch eine Sache sagen darf. Ich war jetzt so in Gedanken und ihr seid schon so mit dieser Angelegenheit der Eiseninseln beschäftigt, die natürlich zu klären ist. Aber Robert ist nicht eines natürlichen Todes gestorben. Der Rabe, der Brief, der mir überbracht wurde hier nach Königsmund, sagt eindeutig, dass er unter nicht natürlichen, unter mysteriösen Umständen starb. Dass er scheinbar ermordet wurde. Und ich verlange Gerechtigkeit für einen Freund, für den ich lange Zeit eingestanden bin. Dass herausgefunden wird, wer sein Mörder ist. Sprecht offen, Wolf aus dem Norden. Wen verdächtigt ihr? Ich habe keinen Verdächtigen. Ich will keine wilden Anschuldigungen an irgendjemanden geben. Das ist nicht meine Art. Ich will nach Beweisen suchen. Und ich hoffe, dass die restlichen Lords von Westeros diesem Anstreben ebenfalls nachkommen und mich unterstützen, um Lord Robert die letzte Ehre zu erweisen und Gerechtigkeit für seinen Mörder. Ich hoffe, dass vor allem die Martells dies verstehen, die die Gerechtigkeit erfahren haben. Oh, welch schrecklicher Papa! Was muss ich hören? Erschüttert meine Seele, mein tiefstes Selbstempfinden. Die letzten 4 Jahre dachte ich, eine göttliche Empfängnis geschieht meiner Frau Cersei Lannister. Und aus reinem göttlichen Willen empfängt sie jedes Jahr ein neues Kind, selbst wenn ich auf Schlachten tummle oder im Wein bummle. Doch jetzt muss ich erfahren, dass unser aller Majestät, König Aegon der VI., meine Frau... Dass er was? Wir haben euch nicht gehört. Es scheint, als hätte meine Schwester, die davor schon mit eurem Vater König Rhaegar 2 Kinder zeugte... So, Lord will Mace, ich nicht 3 bis 4 Kinder von dem Sohn Aegon. Dieser Verband ist zu viel. Ich habe alles für diese Dynastie geopfert. Meine Liebe galt Cersei allein. Und mein König hintergeht mich. Meine Zeit ist gekommen. Welche Unterstellung. Dinge. Als ob ich... Dem Turme. Lord Mace, was tut ihr? Haltet ein. Lebt wohl, kalte Welt. Lord Mace. Lord Mace? Ja, das war's wohl. Welche Unterstellung? Ein Drache würde sich niemals mit einem Löwen vermengen. Lord Mace ist gegen die Wand gelaufen. Oh Gott. In dieser Welt bin ich nicht imstande. Es freut mich, dass es euch gut geht, Lord Mace, aber ihr müsst, ich habe auch über diese Gedanken nachgedacht, Lord Mace, aber ich habe sie verworfen, weil sie feige sind. Ihr müsst euch zusammenreißen, einmal in eurem Leben und dafür einstehen, für Gerechtigkeit, für das, was euch angetan wurde, mit der Weite, mit eurem Sohn Villas an eurer Seite. Ich möchte einmal erwähnen, wie ich das äußerst bemerkenswert finde, wie wir hohen Herren hier stehen geblieben sind, mit der Gewissheit, dass unser lieber Lord Mace Tyrell es vielleicht nicht ganz bis zum Turme schaffen möge. Ich hätte unseren Elan eine Rettungsaktion. Ich hätte ihn auf diesen kurzen Beinen nicht einholen können, wenn ich gewollt hätte. Ja. Ich vertraute auf das Geschick unseres Lord Mace Tyrell, doch die richtige Entscheidung zu treffen. Es ist gut, dass ihr Stärke gezeigt habt, Lord Mace. Ich hab das jetzt nicht getroffen. Vielleicht, Lord Mace, ist es ja auch gar nicht so schlimm. Vielleicht spricht nur der Wein zu euch. Und in Wirklichkeit ist es gar nicht passiert. Leider sind die Beweise eindeutig. Werter Lord Mace, ich würde eure Ehefrau niemals auf diese schändliche Art und Weise beunreinigen. Ich weiß nicht, mit wem die Löwin glaubt, Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, aber definitiv nicht mit mir, einem wahren Drachen. Das kann nur die scharfe, falsche Zunge einer Lannister-Schlange sein. Vergibt mir, Tywin Lannister, aber ihr seid, Tyrion Lannister, aber ihr seid wohl der einzige Lannister, der nicht missraten ist. Meine Schwester hat schon immer zur Lüge geneigt. Ich glaube auch, dass sie sich diese Dinge einfach ausgedacht hat, um selbst besser dazustehen oder Zwietracht zu säen. Warum sollten wir den königlichen Frieden gefährden, den wir alle gemeinsam so mühsam aufgebaut haben,
um auf die Worte von Cersei zu hören, die das Land schon mehrfach in Wollten wir nicht gerade ein paar Piraten zur Raison bringen? Nicht alle Frauen können so weise und so klug sein wie die Frauen aus dem Hause Tully. Ist das denn nicht so? Wohl wahr, wohl wahr. Ja, natürlich. In diesem Sinne würde ich sagen, lasset diese irre Frau in den Kerkern schmoren. Vielleicht ist es besser so, wenn die Lannisters nicht frei sprechen, abseits von dem einen Halben, der offensichtlich in seiner Hälfte nur die Wahrheit und die Intelligenz und nicht den Wahnsinn gepachtet hat. Und lasst uns in den Norden marschieren und die Königslande zusammenführen und die Barbaren zurück in die Königslande bringen. Das ist ein Wort. Soll ein Graufreud was dazu sagen? Ach, der Graufreud! Der Graufreud hat nämlich Wichtiges. Denn so eine Cersei, die ja schon viel rumgekommen ist, den hat auch sehr stark die Eiseninseln gefallen und sie hat viel gesprochen. Und auch Roderick, so wie mein Vater, konnten natürlich nicht widerstehen. Und somit bestätige ich, dass wir natürlich darüber gesprochen haben, wie es ein anderer König so ist. Denn die Königshure, wie ich sie nenne. Ja, sie ist jetzt im Kerker, habe ich keinen Spaß mehr mit ihr, aber ja, das kann ich bestätigen. Ich kann es hier offen vor allen sagen. Ja, auch eine Cersei hat sich auf den Eiseninseln Spaß erlaubt und viel gesprochen. Wer hat eigentlich nichts mit meiner Frau verkehrt? Ich nicht, Lord Pech. Wahrscheinlich. Robin auch nicht. Auch das Haus Tully hat sich schadlos gehalten. Familie an erster Stelle. Ist gerade noch schwanger, wie ich sehe. Nachdem Lord Mace Tyrell nachvollziehbarerweise gerade, glaube ich, nicht imstande ist, die Worte zu finden, die er sicherlich suchen würde. Der arme Mann wurde mehrfach jetzt hintergangen und es sind ja ganz klare Beweise von ihm vorgelegt worden, dass König Aegon mit Cersei diesen Ehebruch begangen hat. Nehmen wir das hin? Ist uns die Ehe und das Gelübde, was dahinter steht, denn gar nichts wert? Euch allen? Klare Beweise? Ladies? Welche klaren Beweise, die nichts als die Lügen einer Hure, die offensichtlich mit jedem Mann in Westeros ins Bett gestiegen ist? Ist das also euer Versuch, vielleicht eure eigenen Ehebrüche zu verschleiern, Eddard Stark? Wir wollen nicht das Ehebruch sein. Mich? Ich kann nicht glauben, König. Ich kann nicht glauben, dass ich, Aegon Targaryen, der wiederholt Frieden in diese Lande gebracht hat, und bereit war, in den Krieg zu ziehen, um den Jungen zurück ins grüne Tal zu bringen, jetzt bezichtigt werde, meine Schwester und Ehefrau betrogen zu haben. Ich werde eine letzte Aussage treffen an diesem Hause, das mich zutiefst enttäuscht hat. Es wurde mir von meinen Spionen bestätigt, dass das Kind, das in Cersei Lannister aktuell heranwächst, einen Targaryen Spross sein wird. Man wird es an der Farbe der Haare erkennen. So wahr, wenn der Tag der Geburt des Neuesten meines Kindes kommt, werdet ihr wissen, welcher Verrat begangen wurde. Und dann sollen euch die Götter holen. Mestirel, aus euch spricht der Wein. Die Haare in Rosengarten sprechen schon lange keine Wahrheit mehr, außer die des Weins. Ich denke, inzwischen wäre es angebrachter, es Rosagarten zu nennen. Das ist wohl wahr. Welche Wahrheit ist größer als die des Weines? Der Wein hat Robert Baratheon nicht gut getan. Und wie es aussieht, tut der Wein auch euch nicht gut. Ich dachte, eure Vernunft wäre größer. Aber nun sprecht ihr hier in Angesicht eurer letzten Stunden in absolutem Wahnsinn. So haltet ein, Lord Mace. Lasst euch scheiden von der Hure der Lannister. Sucht euch eine anständige Frau und verbringt eure Jahre in Frieden. Gefährdet eure letzten Jahre doch nicht in einem Krieg, der durch eine Schlange infiltriert wurde. Lord Mace, ich unterstütze das. Lasst uns gemeinsam ins Bordell gehen. Ich zeige euch so viele schönere Frauen als meine Schwester. Wir werden so viel Spaß haben. Lasst euch nicht von dieser Person herunterziehen. Sie war meine einzige Liebe. Ich kann das alles nicht mehr hören. Robert, Tod scheint keine große Rolle mehr zu spielen. Und der arme Mace wird hier abgekanzelt. Rhaegar könnte es auch einfach zugeben, dass er mit
Aegon. Mit Cersei geschlafen hat. Er könnte einmal, entschuldigt, nicht Rhaegar, Aegon, entschuldigt. Aegon könnte einmal... Ja, Rhaegar ja auch, ne, aber... Sein Vater konnte es nicht und der Großvater... Wagt es nicht, über meinen Vater zu sprechen, den Robert Baratheon abreißen. Ich muss... Eddard, ich möchte einmal kurz intervenieren, damit ich mich einmal vorstellen darf an diesem Hofe. Stannis Baratheon, mein Name. Ich werde so lange der Vormund vom zukünftigen Herrscher von den Sturmland sein, von Jon Baratheon. Und wie mir zu Ohren getragen worden ist und was ich leider auch mit der Zürn feststellen musste, dass ich als Onkel komplett übergangen werden sollte, laut Eddards Tag als Vormund. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie das anscheinend häufiger einmal tun. Also was sind ihre Worte denn bitteschön wert, Lord Stark? Das Einzige, was ich hier höre, sind irgendwelche Behauptungen, irgendwelche Dinge, die sie gerne durchsetzen wollen. Möchten sie gerne alle Vormünder der Zukunft hier bei ihnen haben? Nein. Das ist nichts, was ich durchaus so unterstützen kann. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass die Sturmlande sich in Zukunft erstmal neutral halten werden gegenüber irgendwelchen potenziellen Konflikten, die von vermeintlichen Hausoberhäuptern hier hervorgerufen werden. Stannis Baratheon? Ist es euch egal, wie euer Bruder starb? Stannis? Das ist mir durchaus egal, wie mein versoffener Bruder starb. Nun gut, dann habe ich nichts mehr zu sagen und werde nach Winterfell abreisen. Stannis Baratheon, auf ein Wort? Ja. Sehr gern. Es freut mich, endlich einen anständigen Baratheon sprechen zu hören, wo die Königslande die letzten Jahrzehnte durch einen betrunkenen Unhold immer wieder in Barbareien gebracht wurden. Sagt mir, Stannis Baratheon, wie kann es sein, dass nicht ihr über die Sturmlande regiert, sondern jetzt der Sohn eines Besoffenen, der immer wieder Krieg gebracht hat, regieren soll? Nun, es ist so, dass ich durchaus meinen Bruder auch nicht die Regentschaft inne gehabt hätte. Aber es ist leider das Recht des Erstgeborenen, das in diesem Falle durchgesetzt wird. Und ich versuche mein Bestes in diesem Falle zu tun, um Jon Baratheon, meinen Neffen, so zu erziehen, dass er nicht für Krieg und Rebellion in den Königslanden steht, sondern dafür steht, das durchzusetzen, was er selber möchte und ein treuer Diener möglicherweise zu sein. Wäre es nicht in unser allem Interesse, Lord Jon Baratheon vielleicht als kleineren Lord einzusetzen und euch als Regent und Lord in den Sturmlanden willkommen zu heißen und vielleicht zeitgleich auch im kleinen Rat des Königs als weise, nicht betrunkene Stimme, vielleicht als Meister der Waffen? Das klingt äußerst, äußerst verlockend. Ich mag meinen Neffen, müsst ihr wissen. Ich bin... Wirklich, er ist für mich Familie und Familie ist für mich sehr wichtig. Ja, dem Jungen soll auch nichts geschehen, um Gottes Willen. Lasst ihn als Knappen ausbilden, als ehrenwerter Ritter. Und er kann dann, solltet ihr selber keine Söhne bekommen, immer noch nach euch erben. Nun, ihr überzeugt mich mit der Herangehensweise. Macht ist etwas, womit man mich sehr gut belohnen kann. Dann lasst uns das so umsetzen. Was braucht ihr? Wie kann euer König euch dabei unterstützen, Lord des Sturmlandes zu werden? Nun, wenn ihr Lord Jon Baratheon das Recht absprecht, der erstgeborene Herrscher der Sturmlande zu sein, und mich stattdessen auf seinen Thron setzt, dann wäre dies ein durchaus guter Anfang. Aber OOC muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ist das einer der Kutscher? Was? Wie man Stannis Baratheon auf den Thron bringen kann und Lord ich kann die Titel aberkennen auch? Und neu vergeben. Das wäre super. Aber ich würde tatsächlich im kleinen Rat das Ganze vorbringen. Mit der Reihenfolge aus? Ich kann die Sache einfach aberkennen. Ja genau, dann müsste die Familie ja weg sein. Und neu geben. Aber ich würde einmal nach dem kleinen Rat rufen. Insbesondere brauche ich Tyrion Lannister als Hand des Königs für dieses Gespräch. Und ich brauche auf jeden Fall meinen werten Neffen aus Dorne für dieses Gespräch. Und würde an dieser Stelle anbieten, dass Stannis Baratheon uns nach zum Roten Bergfried begleitet, um dort alles Formelle zu regeln. Durchaus. Da freue ich mich drüber. Es soll auch nach Haus Tyrell geschickt werden. Ich denke, Haus Tyrell beschäftigt sich erstmal mit dem Wein und der Trauer. Jetzt setze ich mir in meinen Rat lauter Leute, die mir loyal sind, weil ich ihnen Macht gebe. König Aegon oder auch ja, Lord mache. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Ey, holy fucking shit.
Ich habe halt kein zweites Kind bekommen bis jetzt. Das ist halt ein bisschen scheiße. Aber ich setze bestimmt gleich auch noch Sansa Braten in die Röhre. Die Dornischen sind eingetroffen. Ach, wir warten noch auf den Lannister, wie mir scheint. Ja. Ist der am Saufen? Wir werden es überprüfen. Wann ist er denn nicht am Saufen? Wir haben großartige Neuigkeiten, Viserys. Neuigkeiten, die die Sieben Königslande endlich in Frieden leben lassen werden. Ich bin ganz Ohr. Es scheint mir, ich habe den ersten weisen, klugen und besonnenen Baratheon getroffen. Den, Schmeichel mir, König. Ah, Stannis, Sie sind auch hier. Schön, Sie kennenzulernen. Ich habe schon vieles von Ihnen gehört. Lasst uns beginnen. Ja. Wir können die Hand des Königs auch später noch in Kenntnis setzen. Wir sind davon überzeugt, dass wir für Frieden und Ruhe in den Sieben Königslanden ein sicheres und stabiles Sturmland brauchen. Und wie wir... eingetroffen. Ah, hier ist er. Ich grüße euch. Lannister, ihr kommt gerade recht für die Friedenserklärungen. Großartig. Wir sind uns einig, dass wir für den Frieden in den Sieben Königslanden ein ruhiges und friedliches Sturmland brauchen. Und nun ja, Robert Baratheon war für vieles bekannt, aber definitiv nicht für Besonnenheit. Deswegen schlage ich vor, dass wir Stannis Baratheon als Lord der Sturmlande einsetzen und damit vielleicht die Gefahren der Gene von Robert Baratheon und seinem eigenen Sohn zumindest in die Verantwortung und Ausbildung des großen Bruders legen. Stannis Baratheon soll in den kleinen Rat kommen als Lord der Sturmlande. Und sollte Stannis Baratheon keine eigenen Söhne bekommen, so kann Lord Jon Baratheon, der Sohn von Robert Baratheon, immer noch erben. Ich habe wenig Sympathie für Lord Robert empfunden, Eure Majestät, und unterstütze dieses Ansinnen daher voll und ganz. Ein wahrlich unorthodoxer Vorschlag, aber der Kreativität unseres Königs gerecht, einen Konflikt so zu lösen, ich ziehe meinen Hut. Ich finde das sehr gut gelöst und kann dem nur zustimmen. Der Tully ist eingetroffen. Ist das ein Präzedenzfall? Haben wir uns da mit den Maestern abgesprochen? Oder? Nun, dies ist aus Sicht der Sturmlande die einzig logische Konsequenz, mein dornischer Freund. Denn ja. Robert Baratheon, der Versoffene, er war mir nicht sonderlich nah als mein Bruder. Er war zwar Familie, aber er hat nur Tod über die Sturmlande gebracht. Männer, Frauen, die gestorben sind, treue Bürger in den Sturmlanden, und das konnte ich nicht miteinander ansehen. Und nun, nachdem ein Jon Baratheon auf dem Thron sitzt, nicht mal alt genug, um vernünftig mit einer Gabel zu essen, nun soll ich mir das erneut anschauen, ob dieser ebenfalls trunken wird, wahnsinnig wird? Nein, das kann ich nicht. Nicht zum Wohle der Sieben Königslande. Dann lasst uns das umsetzen. So sei es. So. Eure Majestät, seid ihr denn schon zu einem Entschluss gekommen, was die Frage der Eiseninseln angeht, wenn wir schon über Frieden und Sicherheit im Reiche diskutieren? Wir können keinen Frieden haben, solange die Eiseninseln unabhängig sind. Ich stimme euch zu. Sie rauben und sie sind Barbaren und sie halten sich nicht an unsere Bräuche. Und wir werden die Eiseninseln und die Graufreuz dazu auffordern, das Knie zu beugen. Und wenn sie denn nicht bereit sind, dann sind das Gebiete, die wir vielleicht anderweitig aufteilen sollten unter Männern und Damen, die unsere Bräuche schätzen. Ich wollte eben jene treffliche Idee bereits selbst ansprechen, Eure Majestät. Ich mag zu bedenken, dass die Eisenmänner auf den Eiseninseln und die Eisenfrauen ein eigentümliches Volk sind. Sie fremd zu beherrschen, könnte sich auf langer Hinsicht als schwierig gestalten. Wichtiger wäre es, dass wir vielleicht auf den Eiseninseln diejenigen ausfindig machen, die wohl zu den Eiseninseln gehören, aber dem neuen eisernen Weg gehen und nicht den alten Bräuchen frönen, so wie Bälon. Quälon war da ein etwas zugänglicherer Geselle dieser Art. Vielleicht haben wir Glück und wir finden jemanden, der, sag ich mal, neue Wege einschlägt auf den Eiseninseln. Eine Fremdherrschaft könnte sich in langer Hinsicht als schwierig herausstellen. Zumindest möchte ich das zu bedenken geben. Gerade Dorn ist ja auch der beste Beweis dafür, dass unbeugsame Ländereien nicht leicht zu bezwingen sind. Die Lösung scheint mir diplomatisch und clever. Einer von den Eisernen, der aber mehr uns zugeneigt ist, könnte die Piraterie langfristig eindämmen.
haltet mal ein, Lords. Lasst uns erstmal die Formlichkeiten aus dem Hause Baratheon umsetzen. Jawohl. Jawohl. Das Hause Baratheon, mein treuer König, ist aber ein sehr gutes Stichwort in dem Falle, denn mein Neffe ist ein halber Graufreud. Möglicherweise dieser vielleicht etwas Einfluss ausüben. Dannis, ihr bekommt die Sturmlande und Lord John regiert im Namen des Königs über die Eiseninseln. Welch trefflicher Gedanke. Das klingt nach einer vorzüglichen Idee. Und Lord Stannis, ich ziehe den Hut vor euch. Welch clevere Idee, euren Einfluss auszuweiten auf eine Weise, die gänzlich Sinn ergibt. Ich kann dies nur respektieren. Es bedeutet mir viel, wenn ihr das sagt, Lord Tyrion. Der Pragmatismus und Scharfsinn spricht aus euch, Lord Stannis. Auch meinen Respekt habt ihr. Einmal OOC, können wir einmal Pause machen und einmal speichern, weil ich muss jetzt einmal quasi Lord John seine ganzen Titel aberkennen. Und ich glaube, es könnte sein, dass dann quasi Ranger ganz kurz rausfliegt. Pause kann jeder machen. Also kann jemand jederzeit. Aber ja, klar. Und dass wir es vielleicht auch einmal den anderen kommunizieren, nur dass die sich nicht wundern. Hat alles. Hat die Sturmlande. Lord Stannis Baratheon aus dem Hause. Baratheon hat die Sturmlande. Einmal ich alles bin jetzt gesagt. Stannis. Sehr geil. Well, damit hätten wir das. Fantastisch. Jetzt habe ich nur keinen Erben mehr und keine Frau, aber ich hatte vorher auch schon keinen. Du hast ja immer noch den gleichen Erben im Zweifelfall, ne? Also. Ja, stimmt. Nun, vortrefflich, mein König, vortrefflich. So, und dann setzen wir dich noch einmal als Meister der Waffen ein, so wie es versprochen war. Und dann können wir wieder weiterlaufen lassen. Hier ist alles geregelt. Dann brauchen wir einen kleinen Rat wegen dem Krieg im Norden. Ja. Wir sollten einmal in den Thronsaal reisen. Warum ist denn Roderick Graufreud im Thronsaal? Oder werden wir sie in die Ratsräume des Königs begleiten? Weil der kleine Rat im Rosengarten war. Gut. Es ist schön. Wir sollten, bevor wir in den Krieg ziehen, potenziell alle Lords und Ladies in Kenntnis setzen. Weiß jemand von euch über die Emotionalitäten von Maes Tyrell Bescheid und seinen Befindlichkeiten? Ist er wieder ansprechbar? Er schien sehr traurig, aber nicht mehr geneigt, etwas Unsinniges zu tun. Also nicht besonders unsinnig. Habt ihr ihm denn schon eine neue Dirne gesucht? Das könnte helfen. Haben uns erst auf den Wein konzentriert. Noch ist er ja mit meiner Schwester verheiratet, die in seinem Gefängnis liegt. Er gedenkt wohl, sie zu verbannen. An die Mauer zu eurem Vater? Ich amüsierte mich auch über diese Vorstellung, ja. Welch köstliches Schauspiel. In der Tat. Nun, meine werten Lords und Ladies, mein König, wie steht es denn um das Haus Arryn im bevorstehenden Konflikt? Haben Sie schon entschieden? Sie sind noch nicht in Kenntnis gesetzt darüber. Wir haben doch alles erst entschieden. Wir sollten vielleicht nach Lysa Tully rufen, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass die Sturmlande selbst nicht viel Begeisterung daran tragen, Kriege auszuführen. Sie waren auch in der Vergangenheit eher bedeckt. Rufet doch gerne mal nach dem Haus der Tullys, sowohl Lord Edmure mit der Strähne Tully, als auch nach Lysa Tully. Ich würde mich sonst einmal zu Lysa begeben und dort möglicherweise eine neue Seelengefährtin für mich finden. Denn ihre Tochter wäre potenziell für mich als Ehefrau möglich, um ein Bündnis zu schaffen. Ach, das klingt wundervoll. Ja, ich habe Kontrolle über die Königslande. Und zwar bald auch gleich noch über die Eiseninseln. Die holen wir uns auf jeden Fall auch noch. Ich habe nur kein anderes Kind bis jetzt bekommen. Und ich will das schon wieder Lancel Lannister auf den Thron. Lancel Lannister auf dem Thron? Also auf meinen halt. Also, das ist doch der schlechteste Lannister von allen. Also, du bist der Letzte, der herrschen sollte, Lancel. Das ist deine zweite Rebellion jetzt. Mein König Edmure Tully. Edmure Tully, schön euch zu sehen. Ah, König Aegon, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Mein Freund der Lannister, der einzig wahre halbe Lannister, und ich haben uns neulich unterhalten und er hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Eiseninseln wohl eine Gefahr für die Königslande seien aufgrund ihrer Barbareien und Plünderungen. Und ich wollte mich darüber erkundigen, ob es euch ähnlicher geht. Nun,
Es ist nichts Neues, dass mir solche Gerüchte zu Ohren gekommen sind. Ich möchte an dieser Stelle allerdings anmerken, dass ich zuvor noch ein Gespräch mit Rodrik Graufreud geführt habe, eben aus diesem Grunde, weil auch ich mich erkundigen wollte, wie es denn das Hause Graufreud so hat mit Plünderungen im Gebiete der Flusslande. Und an dieser Stelle muss ich anmerken, dass zumindest die Flusslande bislang von den Graufreuds und den Eiseninseln verschont geblieben ist. Mace ist gestorben. Oh nein, ich habe gerade noch mit ihm angestoßen. Es tut mir so leid. Kaum ein Mann hatte so viel Unglück im Leben. Aber ich sehe schon, die Linie der Tyrells ist stark, die Saat ist stark. Auch die neue Herrin in Rosengarten ist bereits schwanger. Sie fangen da an, wo sie aufgehört haben. Sehr gut. Eine Stark in Rosengarten. Ja. Ich muss direkt nach Rosengarten reisen, um mein Beileid auszusprechen. Das Bündnis zwischen Rosengarten und Casterly-Stein war stark die letzten Jahre erhalten, wenn es möglich ist. Lasset ihn doch lieber hierher reisen und vielleicht ein letztes Festmahl am Roten Bergfried zu Ehren des verstorbenen Lord Mace Tyrell feiern und zelebrieren. Ich kann mir vorstellen, dass der alte Trunkenbold das gefeiert hätte. Das ist wahr, Eure Majestät. Schicket nach Lord Villiers Tyrell und ladet ihn doch bitte zum Roten Bergfried ein. Und dann könnten wir in den gleichen Gesprächen auch über die Eiseninseln sprechen, die wohl für die ein oder andere Person ein Dorn im Auge zu sein scheinen. Welch schreckliches Ereignis. Ich habe gerade erst noch mit Mace einen Krug gehoben und so hat sich auch mein Haupthaar eingefärbt, ganz wie es üblich dort ist in der Weite. Und kaum verlasse ich den Hof, ist auch schon Mace von uns gegangen. Er hat wohl das Fenster doch noch getroffen. Wahr. Und ihr tragt nun den Beinamen mit der Strähne, wie ich sehe. Tja, das ist wohl der Wein. Lords, werter König. Ich möchte mich nur einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Lord Villas Tyrell. Ich komme, um euch vom frühzeitigen und viel zu frühen Ableben meines Vaters, Mace Tyrell, dem Schönen, zu berichten. Und möchte euch auf jeden Fall aufs Neue die Loyalität und Treue des Hauses Tyrell versichern. Es war ein aufrichtiges Beileid. Und es war ein Unfall. So habe ich es auch gehört. Ich kann es bezeugen. Mein Vater, der sich leider in den letzten Jahren durch unendlichen Kummer dem Alkohol hingab, soll durch ein Loch gefallen sein. Um was für ein Loch handelt es sich? So sprecht bitte. Ja, auf Hohen Air gibt es den einen oder anderen Raum, ja, in dem ein Loch in der Mitte ist. Es ist schwer zu beschreiben. So sagt mir doch, in einer Welt voller kluger Lords und Ladies, habt ihr keinen fähigen Baumeister, der euch anweisen könnte, Löcher in Räumen eventuell baulich beheben zu lassen? Oder ja, ist der Hintergrund dieser Löcher doch ein anderer als frische Luftzufuhr? Das Loch ist alt. Es ist so alt wie Hohen Air selbst. Und hatte seine Zwecke. Aber leider war ihr... Inwieweit sind sie verwandt? Vater? Ja. Mein Vater... Ich hatte ihn noch gewarnt. Vater. Lord Stannis war bei mir. Ich hatte ihn noch gewarnt. Wir wollten miteinander reden und sagte noch, passt auf die Löcher auf. Und dann war es geschehen. Ja, es ist mir unangenehm. Wir sollten die Dinge zukünftig besser absperren. Wollt ihr damit etwa sagen, dass in eurer Obhut keine Sicherheit gewährleistet werden kann? Das ist sehr, sehr smart. Keine Sicherheit für Menschen, die nicht ganz bei sich sind. Dafür müssen wir zukünftig besser sorgen, indem ein Geländer um dieses Traditionsloch gebaut wird. Oder eine Falltür. Das klingt ratsam. Ja, ein guter Vorschlag. Nun, so sagt mir, was werdet ihr tun, um den Schmerz beim Volke der Weite zu mindern? Denn, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, der überaus geliebte Lord Mace Tyrell, mein geliebter Vater, war sehr beliebt beim einfachen Volk und die Nachricht über die Art und Weise, wie er von uns gegangen ist, hat sich wie ein Lauffeuer über die Lande verbreitet. Wie soll ich Stabilität wahren
angesichts solcher Umstände. Darf ich einen kurzen Vorschlag machen, der vielleicht hier die Sache beheben möchte? Erstens, wir weisen natürlich die Verantwortung jetzt nicht von uns, denn wir haben dieses Loch nicht gesichert, in der Tat, aber dennoch haben wir keine Verantwortung für den Zustand Ihres Vaters gehabt. Dennoch, ich möchte vorschlagen, dass wir vielleicht unsere Häuser verbinden, dass Lord Loris mit unserer Tochter verheiratet wird, mit Lady Priscilla. Wäre das in Ihrem Sinne? Das halte ich angesichts der Vorbeugung von eventuellen größeren Konflikten und vor allem auch zum im Zaum halten meiner doch sehr leidenschaftlichen Untergebenen für eine sehr sinnvolle Arrangierung. Hervorragend. Der Vorschlag ist abgesendet. Ich danke euch. König sprechen. Wertes Haus Tyrell, ich möchte als Dank für die edlen Jahre, die euer Vater den Targaryens gedient hat und als Meister der Münze viel Wohlstand in die Königskasse geliefert hat und aufgrund der Trauerfeierlichkeiten mich einmal mit der Königskasse an der Weinausschenkung des Volkes beteiligen und euch gleichzeitig in den kleinen Rat als Meister der Münze laden. Das ist eine wahrlich hohe Ehre, mein König. Werde diesen Posten mit all der Ehrfurcht, die es gebietet, annehmen. Danke euch vielmals. Habt ihr dann noch ein paar Minuten auf ein Wort unter vier Augen? Selbstverständlich gern, mein König. Lord Villiers Tyrell, ich komme mit einer dringlichen Bitte und ich denke, ihr seid ein weiser, kluger Mann, der die Gefahren und Risiken aus dem Haus der Lannister genauso wenig unterschätzt, wie ich es denn tue. So ist es ja. Ich bin den Häusern dieser Lande dann doch etwas weniger aufgeschlossen, genauso wie dem Wein gegenüber. Mein Vater pflegte ja dann doch ein recht offenes Verhältnis mit den doppelzüngigen Lannisters. Ich möchte an der Stelle auch ein kleines Anliegen anbringen, bevor wir weiter fortfahren, denn in meinem Kerker befindet sich eine gewisse Lannister-Frau, die große Schande über mein Haus gebracht hat. Und mein Vater war nicht imstande dazu, diese Schande zu bereinigen. Dies würde ich sehr bald unternehmen, denn ich habe es satt, dem Spott der einfachen Leute von Westeros ausgesetzt zu sein. Als Oberhaupt meiner Familie muss ich den Namen wieder reinwaschen. Das kann ich absolut verstehen. Was gedenkt ihr, mit dieser Frau zu tun? Nun, meine Erfahrung in meinem bisherigen jungen Leben hat gezeigt, dass so viel Sünde, wie diese Person auf sich geladen hat, nur durch eine fortwährende Sündaustreibung in einem speziell dafür angefertigten Kerker als geeignete Maßnahme dem Ganzen entspricht. Und ich werde mich dem Ganzen persönlich widmen, da ich dies für eine sehr ernste Angelegenheit halte. Das klingt nach einer vollzüglichen Wahl. Darf ich denn dann die weitere unangenehme Frage stellen, was mit Ihrem Spross, diesem missratenen Löwenjungen, das meinem Hause zugezogen wird, passiert, das sich auch gerade in eurem Kerker befindet? Wenn ich vielleicht einen Vorschlag machen kann? Ich würde... Selbstverständlich, mein König. Ich würde den kleinen Jungen, der nichts für die Schändlichkeit seiner Mutter kann, in die Hauptstadt holen und dort in die Ausbildung als Knappe in der Königsgarde nehmen, damit vielleicht unter der Strenge der größten und mächtigsten Ritter des Landes noch ein anständiger Mann aus ihm wird und nicht eine weitere Lannister-Schlange. Nun, ich will eure Weisheit nicht in Frage stellen, oh höher König, das solltet ihr wissen. Dürfte ich eventuell einen Gegenvorschlag äußern? Sprecht. Nun, ein Bastard, wie er zumindest vornehmlich von vielen Leuten beäugt wird und dann auch noch aus angeblich selbstverständlich eurem Hause, könnte durchaus zu Instabilität führen, ob er nun in der Wache ist oder nicht. Und gerade eine solche Nähe zur Hauptstadt könnte dazu führen, dass gewisse Strömungen in diesem Reiche sich das zunutze machen könnten. Ich würde daher vorschlagen, ihn an die Mauer zu verbannen, um sämtliche Familienbande
mit einem klaren Zeichen an das gesamte Reich von euch zu weisen. Wie ihr wisst, bin ich ein großer Freund der Mauer. Doch sehe ich nicht, wie man einen 2-jährigen Sohn und Jungen, wenn auch gleich den Sohn einer Hure, an die Mauer schicken sollte. Das klingt für mich doch etwas grausam. Nun, die Erzählungen von Kindern an der Mauer sind ja dann doch schon seit vielen Jahren im Umlauf und sofern ich das beurteilen kann, hat ein bisschen Härte noch niemanden geschadet. Ich gehe da nicht mit. Oh, ich habe einen Crash. Na, wunderbar. Game Crash! Alarm! Ich habe Pause gedrückt. Mm-hmm. Not again. Tja, also den Crash-Joker habe ich wohl heute. Es tut mir so leid, ey. Holy shit. Oh Mann, ey. Vorhin das Desync. Das hat er dann einmal angefangen, ne? Und das hört dann einfach nicht mehr auf. Ja. Ach Mann. Ich hoffe, es funktioniert nochmal mit dem die Lobby joinen diesmal besser als das letzte Mal. Nicht, dass da nochmal eine neue Lobby gemacht werden muss. Jetzt habe ich hier die Goldeswacht bekommen. Was ist das denn? Ach, das ist eine Unterstadt. Ich habe aber auch gerade richtige Internetaussetzer. Nicht, dass ich jetzt komplett hier weg bin. No. Wissen die anderen schon Bescheid, dass wir einen Crash haben? Wir haben es den anderen Kutschern gesagt. Perfekt. Die Gilde der allwissenden Kutscher. Oder die Sekte, je nachdem. Reconnect immer noch aus. Natürlich eine Gilde. Die Sekte haben wir schon von Jahren ausgelöscht. Ja, ja, so sagt man sich. Es dauert aber sehr lange zu reconnecten, also komisch. Und wie auch weiße Haare hat. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, ups. Ach, ups. Wie ich einfach jedem Hausbastarde in die Reihe sind. Ich sehe gerade aus dem Augenwinkel, wo ich das Spiel neu starte. Rino hat seinen Hund, mit dem er auf Jagd geht, Tywin genannt. Wow, wie passend. Holy shit. Großartig. Ich weiß gar nicht, wie viele Bastarde ich jetzt habe. Werte Tyrell, ich habe wohl möglich einen Gegenvorschlag in Bezug auf den kleinen Lannister. Ich höre. Was hält ihr davon, den Lannister zu mir an den Hof zu schicken, aber für die Sicherheit und Stabilität des Reiches, ihn mit eurer Tochter Lady oder eurer Schwester Lady Melissa Tyrell zu verloben? Ihr meint jetzt aber gerade nicht den angeblichen Bastard. Den angeblichen Bastard, der in meinem Hause ist. Und den man potenziell im Falle von so einer Hochzeit legitimieren könnte, auch wenn es nicht mein eigener ist? Ja, nun, dem werde ich, wenn gleich mit der Warnung im Hinterkopf, zustimmen müssen, denn eure Weisheit, mein werter König, übertrifft die meine bei weitem. Dann soll es so sein und wir haben eine weitere friedliche Lösung für einen armen, unschuldigen Sohn gefunden. Das Spiel nur so unschuldig wäre und endlich mal reinladen würde. Ich meine alle Teile des Throns. Ich weiß noch nicht, wie ich das vor den anderen Lords rechtfertigen soll. Aber vielleicht kommentiere ich es auch nicht. Vielleicht tun wir einfach gar nichts und sagen auch einfach gar nichts. Wer Kinder mehr macht. Wohl wahr. Welch Freude, ich bin wieder da. Nun, dann hätte ich, abgesehen von der strategischen Vereinigung zum Abwenden eventueller Instabilitäten, noch eine letzte Bitte. Mein Vater hatte einen letzten Wunsch. Viele Jahre hat er ihn gehegt, bevor er von uns gegangen ist, nämlich ein großes Fest zu feiern. Gedenkt ihr, dieses Fest in Kürze auch durchzuführen? Auf jeden Fall. Die Herausforderungen, die ich an dieser Stelle zuerst sehe, sind allerdings die Eiseninseln, die vielleicht davor oder parallel erobert werden sollten. Denn so, wie sie jetzt gerade unabhängig der Königslande liegen,
sind sie eine Gefahr für unsere aller Sicherheit. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Nun, meine Armee steht dem König ergeben zur Seite. Als Meister der Münze bin ich natürlich interessiert an einem schnellen und effektiven Erobern und Bestiegen der Eiseninseln, da sie auch meine Handelsrouten empfindlich stören. Wundervoll. Dann schicket die Lannister-Hure an die Mauer und lasset uns mit den anderen in dem Thronsaal sprechen, wie wir weiter mit den Eiseninseln verfahren. Ja, ich werde die Lannister-Hure nach der Entsündigung in meinem Kerker selbstverständlich an die Mauer schicken. Meister Tyrell, ist ein Rabe eingetroffen, der schon vor Jahren Eddard Stark mit ihm reden wollte. So sei es, werter Kutscher. So bringt mich doch gern zu Lord Eddard Stark. Mein König, es ist mir eine Ehre, in eurer Weisheit darin liegen zu können. Vergesst den jungen Dämon nicht, bevor ihr in den Norden reist. Ich werde ihn nun entlassen. Ich danke euch. Und so könnt ihr ihn dann aus den wandernden Tagen in euren Hof holen. Mein König zurück. Ich kann ihn nicht eskortieren oder ähnliches. Nee, das mach ich schon. Mein König zurück in den Thronsaal? Ja, bitte. Oder zum Rat? Ah, zum Rat. Mein König, haben Sie ein freies Ohr? Ich habe in der Tat ein freies Ohr. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie mit der Lannister-Hure vergangen wird. Ui. Und wir haben ein Out of Sync. Jo, ich mach die Lobby neu auf. Echt dreifach. Halleluja. Hans, magst du einmal kurz rumgehen und Bescheid sagen, dass die Lobby neu geöffnet wird? Ich hab's den Kutschern Bescheid gesagt, die sollen. Okay, super. Ich bin's durch. In der Zwischenzeit könnte ich das Roleplay weitermachen, dann haben wir zumindest was zu bequatschen. Ein Teil von Dorne ist aus unglücklicher Manier, aus Heiratsgründen, leider an die Sturmlande gefallen. Und dieser Teil hat sich jetzt von den Sturmlanden unabhängig erklärt. Moment, was? Ja, gleich, wenn wir auf die Karte schauen können, erläutert sich das Ganze etwas. Und ich wäre geneigt, dass dieser Herzog sich vielleicht dann wieder Dorne anschließt und mir als Vasall übergeben wird, da er auch Teile von Dorne hat. Es ist aber noch nicht weiter mit Stannis abgesprochen. Ich weiß auch nicht ganz genau, ob er weiß, dass einer seiner Herzöge ihm nicht mehr ganz so treu ergeben ist. Aber wir Targaryen, sage ich mal, ja. Teile Dorns sind außerhalb Dorns und ich stehe für Dorn ein. Deswegen. Maurice schlägt vor, stattdessen einfach aufzuhören, den Abschluss nach vorne zu ziehen. Ich glaube, ein großes Finale steht jetzt nicht mehr an, außer vielleicht... Ich versuche die ganze Zeit noch Krieg zu führen, aber keiner möchte Krieg führen, aber wir können auch gerne aufhören, ja. Es ist auch ein gutes Ende, also... Ja, dann lasst uns oben treffen. Oder Kutscher, holt die alle mal zusammen. Ich glaube, im Thronsaal ist, glaube ich, am besten. Da sind ja die Overlays. Oh, ich hatte mir gerade noch den kleinen Targaryen-Bastard zurückgeholt. Der König! Das Haus Martell in Zukunft vielleicht auf zwei Gebiete zu erweitern. Weil der John, der war ja Baratheon, war ja dafür ausgedacht worden, dass er vielleicht die Eiseninseln übernimmt. Jetzt habe ich es geschafft, dass der John zu meinem Haus gehört. Matrilinear mit meiner guten Tochter vermählt ist. Und dann hätten wir in Zukunft zwei Martells. Also ich finde, das ist auch jetzt ein gutes Ende. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass wir die Eiseninseln nicht mehr einnehmen konnten, weil ich hätte gerne die Eiseninseln auch noch in meine sieben Königslande gezogen. Ey, ist es das Ende jetzt? Also ich würde sagen, also... Ja, ich wollte den König noch... Versprechen, aber... Ja. Ja, gut. Ich wollte den König noch bitten, in den Rat zu kommen, weil Robin ist erwachsen, aber kein Problem. Also ich hab's doch geschafft, ja. Einem Lügnerkönig, einem Mörderkönig und einem König, der zumindest ehrlich gesprochen wäre, auch wenn er irgendwann untergegangen wäre. Ja, schön. Das freut mich gerade, so als Graufreund mein Ziel erreicht. Ich find's total schade, ich hätte dich so gerne gestürzt, ne? Wir hatten das alles schon ausgemacht. Ich war quasi mit allen Lords. Soll ich die Lobby nochmal öffnen, dass ihr reingehen könnt und nochmal die Karte zeigen könnt und so weiter? Oder ist ja, das ist schön. Ja, ja, dann deine Liebe gestürzt und mitgenommen. Und es freut mich, ich hatte ja schon Bedenken, also meine Frage an den König, da wurde ja irgendwie ein Bastard anerkannt als Bastard, aber nicht legitimiert. Insofern gehe ich jetzt einfach nochmal mit dem guten Gefühl in dieses Ende, dass ein Arryn in Zukunft den Eisernen Thron regieren wird.
Ja, da hätten sich die Dornischen aber gegen gewehrt, das sag ich dir. Geworden. Ich meine, ich bin eigentlich auch relativ happy. Tyrion ist unangefochtener Herrscher der Westlande und Hand des Königs. Ist, glaube ich, für ihn auch kein schlechtes Ende. Und seine zwei größten Nemesi, Tywin und Cersei, schmoren auf der Mauer. Das stimmt, also ist absolut nicht verkehrt. Cersei schmort im Keller und wird gefoltert. Aber gut, ja. Ja, ich hätte jetzt versucht, irgendwie meinen Sohn mit Margaery Tyrell zu verheiraten, um dieses Bündnis nochmal zu festigen. Das ist ja sehr. Das hatte Eddard gerade vor, dass sein ältester Sohn Rob mit Margaery Tyrell verheiratet wird. Das wäre jetzt gekommen in dem Gespräch, was wir nicht mehr führen konnten. Ich habe meine Bass. Mein Edmund hat eine Affäre mit Margaery schon gehabt. Also nur so Information. Wir sind alle viel zu spät dran. Ich habe meinen Targaryen-Bastard gerade rausgeholt und habe mir schon eine Ehe mit den Tyrells, mit dem Bastard erschlichen. Wow. Aber ich muss sagen, wir werden direkt verschachert. Eddard hat auch ein Gefühl des Glücks jetzt wieder gefunden, nachdem er jetzt doch wieder einige Zeit im Norden war, wo er eigentlich hingehört. Ich glaube, für ihn ist es ein recht glücklicher Ausgang nach all dem Leid im Süden, dass er jetzt für sich beschließt, einfach im Norden zu bleiben und dort sein Glück endlich mit seiner Familie einfach, bis er eines Tages stirbt, im hohen Alter hoffentlich im Norden, einfach nur zu sein auf Winterfell. Aber Eddard, wenn wir über deine Familie sprechen, wie gefällt dir so dein Enkelkind? Da hat man gar keine Zeit genauer. Wir brauchen den Code, ich will mir die Sachen angucken. Aber ja, ich will unbedingt berichten, dass es ein glückliches Wiedersehen gab zwischen Robin und Eddard dort. Das stimmt. Und Robin hat sowas von abgekotzt auf seine Mutter. Ich muss wirklich kurz, die Kutscher haben mich darum gebeten, das zu erwähnen, wo hier Eddard den jungen Robin nach Königsmund gebracht hat. Ich war wirklich einen Hauch davor, in Robins Stimme zu gehen und zu sagen, Onkel Eddard, das ist meine Mutter? Die ist ja hässlich. Oh, das wäre großartig gewesen. Ich muss einen großen Respekt übrigens aussprechen, Steinwallen, wie du im Laufe des Abends die Rolle der Lysa für dich entdeckt hast. Ja. Und hast gemerkt, aus verständlichen Gründen wäre, wenn ich anders gegangen, hast du dich da erstmal ein bisschen schwer getan mit. Und dann auf einmal nicht mehr. Ich möchte dazu ein Foto bei uns in den, also nicht für die Öffentlichkeit zugänglich jetzt, in den Lobbycode einmal reinpacken. Das ist mir so gedanklich, als du es so gut performt hast, durch den Kopf gegangen. Das haben wir schon vorher gesehen. Wir haben uns das ist ja schrecklich. Wir sind aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Das ist ja schrecklich. Ja, ja, also das war so gut. Ich muss wirklich sagen, das hat mich wirklich nochmal richtig aus dem Hocker gehauen. Das war sehr gut performt. Habe ich mit gerechnet und dann. Und das hast du auch wirklich, auch, ich sage jetzt mal wirklich, gut gespielt. Das so gebogen, dass du jetzt deinen Sohnemann da auf die Pole Position geschoben hast. Ey, das war wirklich erste Sahne. Aber ich muss sagen, mir wurde das vorher leider gespoilert, weil es da eine Misskommunikation bei den Kutschern gab mit dem Mord an Elia. Und ich war dann gerade im Gespräch mit Shuyoka und wir hatten da so ein Roleplay-Gespräch und dann kam halt die Situation, dass Elia ermordet wurde und ich wusste halt dann im Vorfeld schon, wer es war, aber ich habe es natürlich dann Roleplay-technisch so gehandhabt, dass ich halt nicht weiß. Ich fand das so goldrichtig, also das war, Alter, ich hätte die Füße küssen wollen dafür, das war so genial, weil dann hat das Ganze, was ich gerade so abebbte, dieser ganze Konflikt, so richtig nochmal entzündet, das war vom Timing her so gut. Das war, als wäre es geskriptet gewesen. Ja, man muss auch sagen, dass natürlich dazu noch dann gehört hat, und da, ich bin vom Lachen vom Stuhl gefallen, als ich nach diesem Mord in den Thronsaal komme und so, hey, mal schauen, wie es alles darauf reagiert und so, und höre gerade wirklich, wie Pia ruft, Robert hat meine Frau ermordet. Ja. Das kann ich hier nochmal für alle vielleicht spoilern. Pia wusste, dass ich das gemacht habe, auch in Character, weil Tywin hatte mit ihr ein Gespräch, wo er so durch die Blume, ich habe gehört, du und deine Tochter lieben sich. Was würdest du davon halten, in einer Welt zu leben, wo ihr zusammen sein könntet? Was? Also, weil ich habe halt, es wurde aufgedeckt, auch mir gegenüber, dass das halt alle gehabt. Ich habe so viel gelacht, ey. Dass das Cersei und Rhaegar halt nicht nur eine Affäre haben, sondern sogar Seelengefährten sind. Und da hat Tyrion sich, also Tywin sich natürlich gedacht, welch prachtvolle Gelegenheit, meine Tochter in das Königshaus einzuheiraten, wenn da sogar authentischer Wille auf beiden Seiten besteht. Das einzige Problem ist, der König hat schon eine Frau. Da habe ich halt mal beim König so dezent vorgefühlt, so, was fühlt ihr denn für meine Tochter? Was fühlt ihr denn für eure Frau?
Und der König war so sehr, ja, ich kann euch das ja jetzt nicht befehlen, Lord Tywin. Nee, das habe ich nicht gesagt. Worte. Ich habe gesagt, ich würde meine Frau niemals so beschämen. Und ich träume nicht von einer anderen Welt. Ich bin ein König, ich lebe im Jetzt. Das war ja, genau. Genau, also du hast dich sehr diplomatisch ausgedrückt, aber es kam schon bei Tywin an, was an der Sache ist. Ich hab sofort gewusst. Ja, das Problem ist halt, dass ich halt ich bin und natürlich alle es sofort wissen. Aber als kleiner Tipp, ne, Eddard, der im Norden sitzt und seinen Abend genießt, schau dir vielleicht mal den Sohn von deiner Tochter Sansa an. Gaius ist gerade nicht am Platz. Ach, der ist noch nicht da. Ah ja, ich war ganz kurz weg, ich bin wieder da. Was habe ich verpasst? Kannst du das nochmal wiederholen, Entschuldigung. Nachdem du vorhin gesagt hast, dass Eddard Stark sich im Norden bei seiner Familie wohlfühlt, solltest du vielleicht mal dein Enkelkind, den Sohn von Sansa Stark, begutachten. Ja, das habe ich gerade schon gesehen, dass die Haare... Ich melde mich jetzt aber ab. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Vielen lieben Dank für den tollen 2 Tage und bis demnächst dann. Gute Nacht, ich werde es auch. Gute Nacht allerseits. Es war fantastisch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und, danke euch, dass ihr alle da wart. Tschüss. Bis bald. Danke für die Einladung. Danke für die Nacht. Alter, es war richtig krass. Ich kann nicht glauben, dass ich einfach immer noch auf dem Thron sitze. Ich kann nicht glauben, dass ich mich da so durchgewieselt habe, wie so ein kleiner, schäbiger Wiesel und einfach immer noch auf dem Thron sitze, dass ein fucking Targaryen auf dem Thron sitzt und als Erbe eine Targaryen hat, die dann auf dem Thron sitzt. Das ist ja völlig, völlig wild, völlig absurd.